Hola, hermanos. Wer ist denn der mit den roten Haaren? Miami? Ja, Mr. Wittkain. Sí. Also Wolfgang ist im Urlaub und wir haben direkt einen Vorsteller für Kali. Wie ist dein Name? Säbel. Was? Julian Säbel. Wie ist Julian Säbel? Ja, das ist mein Name. Das ist, wie soll ich sagen, wissen Sie noch, auf Schnelles Leben? Da war ich schon mit ihm unterwegs. Ich kenne den jetzt, glaube ich, über 2 Jahren. Hast du mich mehr da? Nein, nein, auf Ernst. Er wollte schon damals zu Medellin und wir waren weg. Wo ist die Kamera? Ich muss die doch hier sein. Da oben vielleicht? Ja. Dein Name ist Julian Säbel. Das ist Matthias, genau. Kleiner Bruder, Mr. Wittkain. Kommt mal erstmal rein. Oh, hola, hermanos, alles klar? Bei Ihnen. Sí, gracias. Können Sie Handy öffnen, Mr. Wittkain? Natürlich. Hola, wer ist da? Ich rufe dich gleich wieder an. Sie haben kein Handy in der Hand. Wie bitte? Gut, bis gleich. Okay, ich kann mein Handy nicht öffnen, Tarek. Danke. Ja, geh doch wieder schlafen einfach bis nächste Woche. Mr. Wittkain, wie soll ich dann weiterleben, wenn mein Handy nicht aufgeht? Ich hab doch einfach nur gefragt. Natürlich. Na gut, also, Julian Säbel, richtig? Genau. Es ist eine Frage des Schicksals, mir, dass ein Säbel bei mir reinkommt. Diego, Sie? Nur damit Sie das bitte berücksichtigen, der ist ein bisschen aufgeregt, Mr. Wittkain. Er kommt mir überhaupt nicht aufgeregt vor. Ist er. Wie lange kennst du mich schon, Julian? Ich treffe Sie gerade zum ersten Mal. Aber ich höre Schnelles Leben, Mann, und dann bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Das war ein kleines Spielchen. Also verarscht ihr mich hier, Julian? Willst du in meine Familie mir, indem ihr mich verarscht, richtig? Also ich verarsche schon mal mit Lügen in die Familie reinkommen wollen, das ekelhaft. Warte mal, das heißt, Litecoin hat mich verarscht, richtig, Julian? So gesehen, ja. Also hast du meinem Leaderschafter gerade gesagt, dass er ein Lügner ist, Mentiroso. Nein, alles gut, Romanos, steh auf. Wer hat ihn hier empfohlen, Romanos? Ich habe nicht so viele. Matteo. Was sind deine Vorzüge, Julian? Was sind Vorzüge? Ich weiß es nicht. Es gibt Anzüge, Vorzüge und was. Also welche Schuhe, welche Marke? Erzähl mir, was du kannst und so. Merda, erzähl mir deine Stärken und deine Schwächen. Also ich kann Auto fahren. Masari, danke schön. Danke dir, Masari. Ja. Ich kann mit der Waffe gut umgehen. Ja, das weiß ich immer sofort, Merda, wenn die Stimmbänder kacke sind, dann weiß ich, du bist gut. Ich kann auch gut reden. Also ich kann schlecht reden, das ist auf jeden Fall eine schlechte Eigenschaft. Reden ist eine schlechte Eigenschaft von dir? Uh-oh. Ja. Also bist du eine introvertierte Person, richtig? Ja. Er meinte, er kann schlecht reden, das ist eine schlechte Eigenschaft. Ja, also ich bin eher eine ruhige Person. Ja, introvertiert, also eher für dich selber, korrekt? Ja. Hast du Freunde? Ja. Sag mir mal die Namen. Ja. Du bist sensibel, das ist ein bisschen... Wie wird der was? Nicht leicht. Matteo, Is, Houdini. Auf einmal hast du nur noch Freunde, die in Kali sind, oder wie? Sebastian. Ja, da, wer ist Sebastian? Sebastian ist ein guter Kollege aus Kafkas. Warte mal, was? Das ist gar nicht gut. Du hast einen Freund in der feindlichen Familie, Mirda, die uns niedermachen will, die uns am Boden sehen will? Alles klar, werb ihm ab. Mach ihm ein Angebot. Julian und Sebastian Mirda im Kali-Kartell. Das wollte ich schon immer. Damals, Mirda, war ich noch in der Prem. Fritz, Flo, ich hatte die heftigsten der heftigsten Mirda. Lloyd. Werner. Lloyd? Nein, nein, der war nie drin. Cardano. Mayo. Aber diese Mischung aus Sebastian und Julian. Wow. Wie ist der eine mit King? Kai-Uwe Mirda. Kai-Uwe, wirklich. Wissen Sie noch, wow. Der eine mit der Mütze? Das ist ein komischen. Damals hatten die noch Wolfgang. Irgendwas mit King. Sascha King. Mirda, ja. Der war immer sehr, sehr, sehr kurios. Naja, also auf jeden Fall, was erwartest du von meiner Familie, Sebastian? Ach nee, Sebastian war dein Freund, du bist Julian, richtig? Genau. Super, okay, und was erwartest du von Kali? Ich erwarte gar nichts von Kali. Sie müssen eher was von mir erwarten. Ja. Und oh, ja. Das... Und was kann ich von dir erwarten? Bin loyal, Mühe, Aktivität. Also der hat nicht wirklich Hobbys oder so. Selten Fußball spielen und sonst ist er hier, meint er. Also wenn du das Fußballspiel noch sein lassen kannst, dann kriegst du eine Chance. Und deinen Job kündigen. Ja, arbeitslos bin ich schon. Alles gut. Iwa. Perfekt. Alhamdulillah. Vollzeit. In welcher Familie warst du schon, Julian? In Immobilien. Und bei Gondel, Satu. Bei Gondel? Ist Matteo hier? Matteo kommt leider später.
Bist du genauso wie Matteo, dass du immer später kommst, Julian? Nein, ich bin meistens pünktlich. Pünktlich, na bueno. Genau. Wir haben jeden Tag 14 Uhr bis 14.30 Uhr Aufstellung. Schaffst du das? Klar. Bueno. Am Wochenende um 11. Kein Problem. Ist für ihn ehrlich kein Problem, ja. Kennst du ihn, Malia? Ja, ich war mit dem Satodara und wir waren gefühlt jeden Tag bis 6 Uhr morgens noch hier und dann wieder um 13 Uhr oder so. Findest du das lustig, wenn Jerry hier steht, Malia? Ich finde das gar nicht witzig. Ja, ist auch dein hundertprozentiges Recht, Jerry. Aber ist nicht schlimm, Armana. Ich meine, sie erzählt, dass sie mit einem Jungen alleine war bis 6 Uhr morgens. Prahlen ich hab nicht gesagt, dass wir alleine waren. Wir haben bis 6 Uhr morgens gefightet. Also Julian, hast du gerade gehört, dass sie gesagt hat, ihr wart alleine? Also wir waren nicht alleine auf jeden Fall. Da waren noch zwei andere Typen. Alles klar. Das ist... Scheiße, werdet ihr lieber alleine, Mirda. Na gut. Das ist ja noch krasser. Bevor hier irgendwelche Sachen rauskommen, Mirda, kutten wir das hier einmal ab. Julian. Kutten wegen Satodara. Ja. Die Zeit in deinem Rockerclub ist vorbei, richtig? Ist vorbei, ja. Weißt du, wie du dich zu benehmen hast? Anständig. Ja. Ja. Ich erzähle mir, Manos... Ich meine, der Zug ist schon abgefahren, wenn du siehst, was für Leute ich hier habe. Mierda, ich musste mit deinem Momo sehr lange rumkämpfen. Ich habe ja ein paar Leute, die wissen nicht, wie man sich artikuliert. Ich sage immer, ich will, dass meine Kalis zuvorkommend, nett rüberkommen auf der Straße. Wir helfen alten Damen über die Straße, alten Männern über die Straße, ohne ihnen natürlich das Geld oder das Blatt aus der Tasche zu ziehen. Sieh, das ist nicht damit gemeint, sondern wirklich nett. Aber wenn es drauf ankommt, wenn diese alte Dame uns linken will, dann brechen wir ihre Fresse kaputt. Auch wenn sie sowieso alleine zerfallen würde. Wir helfen ihr. Verstehst du mich, Julian? Ich verstehe sie, ja. Was machen wir mit den alten Damen? Wenn sie nett zu uns sind, dann begleiten wir sie über die Straße. Und wenn sie uns linken wollen, dann klauen wir das Portemonnaie. Dann klauen. Mogli? Tut mir leid, dass ich unterbreche, aber tut mal bitte alle Waffen ins Lager. Die sind bis 0 Uhr sonst alle weg. Okay. Also keine im Kofferraum oder so haben. Ja, dann Anderli, also mach das jetzt. Stunden Zeit, sonst sind alle Waffen aus dem Lager. Keiner hat Waffen im Lager, außer 1-2 Leute, oder? Ja, dann Eli, bist du da? Ja, dann tu die rein ins Lager. 1-2 Personen. Ja, ist ja gut. Ich dachte jetzt echt, es stehen auf einmal 10 Leute auf und gehen dorthin. Ja, aber ich hab Eli gerade im Kopf. Mir gefallen deine roten Haare, Hermano. Du erinnerst mich an jemanden, der nicht loyal war. Und wenn du mir zeigst, dass du loyal bist, während der andere mir gezeigt hat, dass er nicht loyal war, du bekommst eine Chance von mir, Julian. Danke. Ja. Ja, das mitbekommen mit Elias, oder? Wolfgang. Nein, Wolfgang. Was ist mit ihm? Er ist auf der Urlauberliste. Achso, Sie, wieso? Urlaub. Der geht in den nächsten paar Tagen wohin und dann hat er nicht viel Zeit, hier zu sein. Bueno, okay, sehr gut. Ja, Lolo muss ich nur, Lucenzi Robes muss ich nur hier vorstellen. Sie, wer kann? Wir sind im Konflikt mit OGs. Was? Por qué? Wir hatten ja gestern einen Schwarzmarkt mit denen. Und den haben wir verloren. Gestern sind die dann zu dritt zu unseren Anwesen gekommen. Meinten irgendwie zu unseren Jungs zu sagen, ey, ihr seid kacke, ihr wart Snacks und so weiter. Dann haben die sich da geboxt. Ich weiß nicht, wo Berkan steht. Unsere Jungs haben dann die geboxt. Dann wurden die hochgeholt, haben gesagt, ja, dass wir dein Nachspiel haben. Sind in ein Auto eingestiegen, haben Esco überfahren und sind weggefahren. Donatello hat dann auf die geschossen und jetzt fordern die eine Entschuldigung von Donatello. Donatello hat in die Richtung geschossen, aber nicht auf die. Ja. Haben uns gestern noch gebase-raided danach direkt. Was? Ja, ja. Ich hab versucht anzurufen, ich hab mit denen geredet, mit Bruno. Hab gesagt, das ist so eine Kinderkacke, was die da abziehen. Da muss ja der mit Maske sein. Konflikt zu machen. Dann hat er gesagt, ja, ich erkläre euch für vogelfrei, bis Donatello sich entschuldigt. Hermano, der Erste, der das hier gesagt hat, mir, dass ich erkläre euch für vogelfrei, war mein Kolo. Der soll mal die Fresse halten. Ja, und dann habe ich zwei Leute von ihnen gefordert, weil die zwei Leute von uns abgezogen haben. Was haben die dann gesagt? Ja, und dann hab ich aufgelegt. Fertig. Dann haben wir gekämpft. Heute Tag. Sie, Tarek? Ich glaube, die hat aber schon ein bisschen länger Bock, weil da gab es ja seine Vorgeschichte mit Pinguin. Ich weiß. Vor dem Mannwesen. Sie. Und und heute haben wir halt noch den ganzen Vormittag lang gekämpft. So. Wie sahen die Kämpfe aus? Wir haben die. Sehr gut. Es lag kaum jemand von. Ja. Findet ihr das lustig? Nee. Nein, ich hab gelacht wegen Tarek's Lippen. Ja, okay, das ist was anderes, das geht immer. Was sagst du, Berkant? Das ist lustig, Mr. Bitcoin. Wieso ist das lustig? Ja, weil die den Streit suchen und jetzt zu verlieren. Finden sie nicht? Ich dachte erstmal, ihr lacht, weil ihr das ironisch meintet und ihr lacht wieder.
Nein, das war ernst gemeint. Gut, dann lachen wir jetzt alle zusammen über die. Bei drei. Eins, zwei, drei. Wenn ich mitlache, den Blatt haut ich. Julian, lach! Julian! Na gut. Na gut, hermanos. Junge, danke für den Lippenmund und der Bewegung, das hast du gerade mit dir gemacht. Das ist doch so eine richtige Sache, Mierda. Julian, hast du Lust, die OGs kaputt zu schießen? Ich habe Lust, ja. Na gut, komm, wir gehen zum Poller, Mano. Dort ist das Wasser so rot wie deine Haare. Ich brauche irgendeine Waffe, mit der ich das Blatt anmache, Chat. Das kann ich ja immer erholen, so. Na gut. Lukas, Julian, du bist hier in dem Pool, Mano. Weißt du, was für ein Poll das ist? Irgendwas Geiles. Der Platin- und Blattout-Pool? Korrekt. Weißt du, wie er da rot gefärbt ist? In dem Blut von den ganzen Kalis. Bueno, weißt du, was das bedeutet? Rechts und links. Oh, das ist sie. Weißt du, wieso das so ist, Julian? Nein. Das ist in der Art wie ein Blutschwarm, Mano. Das bedeutet, dass das Blut, wenn es von deinem Körper in diesen Poll strömt, mit dem Blut von diesen Hermanos hier rechts und links vermischt ist. Dass das Blut von dir mit Malias Blut schon vermischt ist, da bin ich mir sicher, Mano. Da gibt's sowieso irgendeine Geschichte mit euch. Aber hier ist es eine andere Sache. Warum aber ich? Du warst doch mit ihm bis 6 Uhr morgens alleine. Nein, war ich nicht. Gut. Ich werde dir eine Wunde zufügen, Mano. Die könnte sehr wehtun. Wenn du sie überlebst, dann bist du ein Kali. Wenn nicht, dann nicht. Alles klar. Viva la Cartel, Hermano! Viva la Cartel! Viva la Cartel! Viva la Cartel! Was für eine geile Waffe. Viva la Cartel! Was ist das denn, Revolver? Guck mal. Viva la Cartel. Ja, ich hab ein paar mehr Schüsse als der. Na gut, Hermano, es kommt schon an, dann mach die Kolonne bereit. Wir müssen reden mit denen. Maria, alles klaro? Was passiert hier? Weiß ich nicht. Maria? Ja, Mr. Bitcoin? Nein, 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 Mirda, du redest ganz normal. Diese Stimme ist mit... Wie soll ich Mr. Bitcoin sagen, dass ich Kali verlassen will? Das gibt's hier nicht. Nein, ich werde Kali nicht verlassen. Du hast es ausgesprochen. Hey, ich hab ihm doch im Wohnzimmer was versprochen. Das stimmt, das hast du wirklich. Und was war's ich bin eine Person, die mein Versprechen hält. Also solange sie hier sind, dann bin ich noch an ihrer Seite, ja? Was sind das für Schuhe, Mirda? Breitenberg? Ich dachte, die matchen zu meiner Brille, wissen Sie? Ein bisschen Farbe hier reinbringen. Ja, Mr. Bitcoin, wir haben ein Geschenk für Sie. Sind da... Oh. Außer, dass Sie sagen, ich soll was anderes anziehen. Nein. Der ist nicht Stobby. Ich hab... Ist er nicht? Warte. Die matchen zu meiner Brille. Mirda, du hast einfach dein Ohr zu einer Garderobe gemacht, wo man Sachen aufhängt. Wer ist das am Boden? Keine Ahnung, fragen Sie ihn. Natürlich. Hola? Hallo? Hallo? OG, wer bist du? Der Milli, danke. Wer? Cappy. Alle weg von ihm. Du kommst jetzt mal her. So, jetzt ist unsere Zeit, Cappy. Ja. Hör mal zu. Ja. Du bist verdammt nochmal in einer falschen Familie, Cappy. Ja, ich weiß gar nicht, was abgeht, ey. Ich wurde einfach umgeknallt. Ich bin aus Urlaub zurück. Scheiße, Mierda. Ich will dich gar nicht umschießen lassen. Alles aber gut. Wir müssen, verstehst du, braun, lila, das ist so eine ewige Sache, Mierda. Was sollen wir machen, sie? Ja, passiert. Ist es okay, wenn ich dich mal hier liegen lasse, Cappy? Ja. Erzähl mir mal etwas von dir. Boah, jetzt aktuelles, oder was? Ja, sie. Ja, ich war jetzt, glaube ich, 3 Wochen oder so im Urlaub. Und, ja, bisschen Ding, Abstand und so. Natürlich. Jetzt bin ich wieder hier. Jetzt wollte ich wieder durchstarten. Verstehe. Hattest du eine doofen Phase bei OGs? Dachtest du mir da, ist nicht mehr das wahre Mirda OGs mittlerweile. Was soll ich sagen? Nicht mehr das, was sie mal waren? Nee, ich fühle mich immer noch wohl. Aber ich brauchte einfach mal so ein bisschen Ruhe, so generell von dem Ganzen hier. Das kann ich dir 100% glauben. Finde ich sehr gut. Wieso hast du nicht darüber nachgedacht, Mirda mal zu Kali zu kommen? Ehrliche Frage. Doch, ich habe schon mal drüber nachgedacht, aber dann ist es einfach, ist nicht dazu gekommen, einfach. Okay. Zu wenig Freunde von dir hier, Cappy? Nee, ich wollte ganz, also früher hat man mal so Gerüchte gehört, dass ich mit Baru und so komme, aber
dann ist das irgendwie alles so auf Eis gelegt worden. Pascha, genau. Dankeschön. Das heißt, Baro und du, er hat schon drüber geredet. Ja, ich war damals so bei Khan und zusammen Siko, mit Dankeschön. Baru und da haben wir drüber geredet mal. Habt ihr mal drüber geredet, verstehe. Es gibt momentan zwei von euch, die wollen zu uns, ich möchte sie aber nicht. Die sind gerade jetzt aktuell bei euch. Amnesia, Dankeschön. Und die wären? Das kann ich dir natürlich nicht sagen. Ja, okay. Verstehe ich. Aber diese zwei will ich nicht. Ich hätte gerne eine Cappy. Ja, es freut mich zu hören, dass sie mich gerne wollen, aber ich kann ja auch meine Jungs einfach nicht so verkaufen. Ah ja, und vielen Dank, meine, mir geht's gut. Danke. Schönen Tag noch, ciao. Jo, hau rein. Genau, aber deine Jungs nicht einfach verkaufen. Ja, man kennt sich halt schon lange, wissen Sie? Ich bin ja jetzt auch schon fast anderthalb Jahre da. Das ist nichts. Du bist anderthalb Jahre da. Wird Zeit für was Neues, Cappy. Ja, mal schauen, was so die Zeit bringt. Hast du Fesseln dabei? Nee, aber ich habe eine Pistole dabei. Ja, ich habe welche dabei. Leg mal deine Pistole auf den Boden. Du brauchst sie nicht zu fesseln. Jo, habe ich gemacht. Nimm dein Auto und fahr weg, Cappy. Ich danke es Ihnen. Wartet jetzt aber Krieg auf uns. Ich weiß. Aber ich schieße nicht auf sie. Ich versuche es. Und ich schieße nicht auf dich. Okay, gut. Machen wir so. Wir sehen uns, Cappy. Adios. Jo, ciao. Könnt ihr die Waffe mitnehmen? So, können wir machen. Ich lage die. Bueno. Malia? Ja. Alles klar, du? Ja, und bei ihm? Du weißt, das ist ein Fun gewesen, sie? Alles gut. Ich nehme das schon nicht ernst oder so. Also nimmst du mich nicht ernst? Doch, das schon, aber ich, also, es tut mir nicht weh, wenn sie das sagen. Du weißt, war nicht das Spaß, oder? Das, weil du neu, ne, auf Insel gekommen bist. Oder, Malia? Gar nichts. Wie bitte? Nicht. Du weißt, wann ich Spaß mache, oder? Aber warte, du kannst dich einen Punkt dann, ne? Also bin ich eine Witzfigur. Warum? Bist du auf Beta? Die sind lustig, wie gesagt. Also diesmal kann ich sogar sagen, dass bin ich ein Clown. Mittlerweile. Rap mal bitte. Verstehe. Du musst auf Release wechseln. Ich werde mir Gedanken dazu machen, Mira, was du gerade gesagt hast und verarbeite das. Bueno, ich muss das nochmal ein bisschen durchgehen. Funk rein. Ja, verstehe. Ja, aber machen die nichts? Nee, das ist die einzige Möglichkeit. Hermanos, habt ihr Tag der offenen Tür oder wo sind eure Türen? Ja, ja. Das neue Starten auf Release. Hast du den jetzt gehört, Malia? Hast du den gehört? Ja, hab ich. Wie das Ding? Mein Sohn. Sohn von Chichi. Und, das sage ich jetzt nur in Gedanken, das darf man niemals in seinem ganzen Leben hier verwenden. Mhm. Camilo, Jason, Intriago, González. Und mir. Leid. Was hast du gerade gesagt, Mowgli? Ja, ich habe gesagt, ich brauche einen Kamillentee. Achso. Ja, dann werde ich schon paranoid. Oder ist der Typ mit der Pipstimme Gedankenleser? Na gut, aha. Ich bin Gedankenleser. Hola. Hallo? Si. wie geht's dir, Mr. Bitcoin? Das ist der Bien, wie geht's dir? Auch Bien, sehr Bien sogar. Was machen Sie? Wir haben jetzt zwei Gespräche mit einigen Familien. Aha, also Sie haben aber keinen Stress oder so, ne? Wir haben nie Stress, Hermano. Ach so, weil ich wollte Sie nur mal dran erinnern, wegen diesem Gefallen, ne? Ja. Der ist ja noch offen, also wenn Sie was haben wollen, wenn Sie was brauchen, Hilfe, ne, einen Rücken, der sich stärkt, so, ne? Natürlich, natürlich, natürlich. Was sonstiger. Das weiß ich. So, Mr. Bitcoin, Sie wollten dribbeln. Aber Kafkas kam und hat einen Rabona gemacht, so, verstehen Sie, so, auf den. Nein, ich schwöre dir sogar, diese, wie heißen die? Diese Geschäftsmänner haben mir recht gegeben. Ich habe am Ende nachgelassen. Weil ich einen anderen Gefallen von denen bekommen habe, musste ich den den nachlassen. Denken Sie schon mal ein. Nimm mal diesen Rabona mir da. Ich habe das... ihr habt einfach verloren in diesem Punkt. Aber ist nicht schlimm, nur Probleme, ich musste nachgeben. Nein, ich muss ihn lassen, das war... Also Sie haben uns gestern wirklich sehr, sehr krass ausgedribbelt mit der Taktik, ja? Das muss man ihnen lassen. Das war sehr, sehr stark. Naja, ist ja egal. Man kann das verwenden, wie man will. Schadet es der Familie, schadet es nicht. Wir wissen aber, Hermano, Plata kommt und geht. Im Endeffekt, das Einzige, was unserer Familie schadet, ist der Tod von unseren Leuten, die wir brauchen. Ist der Verrat von den Leuten, die wir brauchen. Was soll ich machen? Oder der direkte Selbstmord. Das ist eine direkte Schadung für mich. Ich sag dir ehrlich, wie ist es, Hermano, wenn du mir meine Route wegnimmst, hast du meiner Familie nicht geschadet. Wir holen uns die irgendwann zurück. No Problema. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber wenn sie nicht viel Geld haben und einen Krieg hatten, mehrere Kriege hatten, ja, und sich wieder ein bisschen finanziell aufbauen müssen, dann schadet das schon ein bisschen der Familie, meiner Meinung nach. Es gibt immer Mittel und Wege.
Plata war noch nie hier die richtige Währung, Kaschab. Noch nie. Ja, da haben Sie recht, da haben Sie recht. Was macht ihr gerade? Wir haben gerade Aufstellung. Verstehe. Ja, und ich dachte mir, ich rufe mal meinen geliebten Onkel an und erinnere ihn nochmal daran. Weil Sie vergessen ja so einiges ganz schnell. Oh ja, ich vergesse einiges ganz schnell. Genau, damit Sie das nochmal im Hinterkopf haben. Na gut, Kaschab, dann reden wir nochmal. Gracias. Okay, viel Spaß, ja? Adios. Adios. Könnt ihr nicht schreiben? Hola, LLM. Jo, was geht ab, Mann? Alles fit? Sieh, und wie war es gestern bei den Geschäftsmännern? Ich habe noch ein paar Autos, Sehr gut. Ja, genau. Ich brauche eine Tafelrunde, deswegen rufe ich dich an. Du brauchst eine Tafelrunde? Dann organisier sie. Ja. Oder hast du nichts mehr zu sagen? Nein. Ich hatte nie was zu sagen und weil gestern war so oder so kein. Vielleicht hast du ein paar Sachen zu erzählen. Und Festli, so. Dankeschön. Ich bitte dich drum. Bueno, ich muss ganz kurz mit OGs was bequatschen, dann melde ich mich bei dir. Bist du heute da oder nicht? Ja, ich bin da. Ja, weiß man bei dir ja nicht, sieh. Bueno, alles klaro, ich weiß Bescheid, ich melde mich. Sorry, dass ich arbeite. Sorry. Du Straßenpenner von Davis, Mierda? Okay. 10 Autos. Hola, Deichmann. Verzeihen Sie mir, falls ich Sie störe. Ich wollte Ihnen noch etwas ganz Wichtiges sagen. Was ich gestern rausgefunden habe. Und zwar habe ich gehört, dass die Geschäftsmänner eine Untertürkühlung bilden mit 6 Leuten, die folgenden Auftrag haben, Leute verschwinden zu lassen. Und auf der nächsten Abschlussliste sollten Sie stehen, habe ich gehört. Wie kommst du darauf? Das hat mir einer gesagt, den ich vertraue, der aber seinen Klienten nicht verraten möchte. Ich kann Ihnen gerne die Person der das nochmal bestätigt. Ich kann mir nicht vorstellen, wieso Sie das tun sollten, aber klaro. Sie sind eine Macht, aber ich denke... Danke. Man kann einfach nicht tanken, also ich kann nicht tanken. Gut, schick mir mal die Information über SMS. Oder das kommt doch okay, gleich. Warte kurz, klar. Danke nochmal, Mr. Bitcoin. Und dann soll ich deinen Karren voll machen. Voll pumpen. Guten Tag, Ali. Hallo? Ja, wollt stattfalten, denke ich mal. Ich habe eine Nachricht bekommen, dass mich die Geschäftsmänner ausschalten wollen. Klingt, ist da was dran oder nicht? Sind jetzt vor Schleife von Richtung Altkraft. Um ehrlich zu sein, weiß ich nichts davon. Und wenn ich es nicht weiß, dann ist es eine Lüge. Wir fahren den Schleifensee entlang. Bueno, alles klaro, gracias. 1, 2, 3, 4, wann ist die nächste Tafelrunde? 9 Autos in der Masse. Lil Mafia will sie heute haben. Fährt aber auch immer noch nicht los. Ja, weil es gibt mehrere Familien, die wollen sich vorstellen. Es ist auch so. Dann könnt ihr eine Tafelrunde berufen, wir werden kommen. Ich mach sie auf jeden Fall nicht heute. Ich muss die nächsten Tage ein. Wieso? Weil wir ein paar Sachen zu bereden haben. Wir beide, du und ich und du. Die ganze allein Stadt. Wir sind schlau. Ja. Die machen ein Anti-Auto. Und bueno, ist claro. Gracias. Okay. Schreib mir oder ruf mich an, bitte, wenn du weißt, wo die Tafelrunde ist. Adios. Komm mit. Und 2 Autos fahren Tiki Lala hoch. Ey, was passiert denn da die ganze Zeit? Gegen wen kämpfen? Gegen Geister? Ich hab noch nicht einen einzigen lila Hose gesehen, Mierda. Ja, die sind unten halt alle presetted. Dann bring alles zum Tanken, Bro. Das macht keinen Sinn, dass du jetzt da gehst. Nein. Ey, ich muss auch tanken. Ich hab nur noch 40 Liter. Ja, oder? Das macht keinen Sinn jetzt zu tanken. Ihr wisst ja nicht, ob die Full resetten oder nicht. Achtet doch noch auf dieses eine Auto. Ja, der fährt auch wieder hoch an Wiesen, Jungs. Kommt. Danke. Ja, der fährt auch wieder an Wiesen. Kommt direkt. Oder ist das cringe, ja? Ich kann nicht tanken. Na, die stellen wieder hier Kolonne auf. Ey, Bruder. Die legen sich schon auf Dach und so, ne? Die verteilen sich schon hier. Ja, komm, verdammt, wir sind los. Das war's jetzt, oder was? Jo. Oder? Haben Sie Funk gehört? Nein. Was war da? Da hören Sie nicht von? Doch, jetzt höre ich wieder. Was war da? Nein, wir sind alle wieder zurück zum Anwesen. Ja, und was machen die da? Oder willkommen, Bruder, willkommen. Ja, wahrscheinlich das entweder von neu oder keine Ahnung. Gibt's nichts von neu. Was machen wir jetzt? Wo sammeln wir uns? CLL Mafia. Anwesen. Hallo, Mr. Bitcoin. Anwesen. Hallo. Ich habe gerade gemerkt, dass es äußerst unhöflich von mir ist, dass ich dich beauftrage, eine Tafelrunde zu machen. Ich mache die Tafelrunde aber unter deinem Namen. Lade ich alle Leute ein. Essen, trinken. Gut, adios. Kokain. Okay, warte. Uhrzeit. Ich will nur Uhrzeit. 21:45 Uhr, passt bei dir? Ja, passt. Wo willst du machen? Dein Anwesen? Nein, ist mir egal, wo. Ja. Okay. Hab dich lieb. Ciao. Hey. Weiß nicht, was das gerade alles war. Wir sind einfach 40 Minuten rumgefahren. Ja. Und sind wir beim Anwesen. Und jetzt. Mr. Bitcoin. Ja? Haben Sie schon gegen Julian geschossen, mein
Mein kleinen Bro. Noch nicht, no. Was kannst du mir über ihn erzählen, über Julian? Über Julian? Si. Der ist leise und loyal. Leise und loyal, ja. So was Ähnliches hat er mir auch erzählt. Und ist jemand, der kommt eigentlich mit allem klar. Also selbst wenn es gerade nicht so gut läuft oder wenn wir mit dem Rücken zur Wand stehen, dann ist der Junge heiß. Ich verstehe, das ist eine gute Sache. Da werden die meisten, was heißt die meisten? Viele werden dann schwach. Ja. Und er ist nicht so, sie? Julian ist genau der Richtige für sowas. Der ist ein Rennmotor. Ich bin gespannt auf ihn. CLL Mafia. Also, 21.45 Uhr, 8.000. 8.000 ist die Tafelrunde am Pier. Bei 8.000? Ja. Adios. Okay, die fahren rot. Danke dir. Ist doch, hallo. Ritchie. Genau, jetzt hätten wir perfekt. Wo bist du? Wo bist du? Rate mal, wer Gigi in die Fresse geschossen hat und ihn hingerichtet hat. Das war das Problem bei Weasel. Hast du ihn getötet? Junge, ich musste pennen. Ey, er weiß gar nicht, dass ich jetzt so. Sie habe ich. Nicht mehr bewegen konnte. Ja. Sieben Autos an diesem gelben Ball. War das deswegen der Anruf gestern? Junge, ich musste pennen, wo ich geschrien habe, töte den Bastard. Ja, richtig. Genau deswegen. Ja, ich wusste nicht, um wen es geht. Deswegen. Also Ruhe und Frieden auf jeden Fall. Unser gefallener Bruder. Ja, ja, richtig, richtig. Ruhe und Frieden. Bist du bei der Tafel rund 21.45 Uhr? 8.000. Ich bin natürlich da. Ich weiß von welchen Werewolves er kommt, Richie. Ja, aber ja, er weiß es ja, nicht. Natürlich. Die Leute vergessen schnell. Schön, danke schön. Ja, das stimmt. Aber wir vergessen nicht. Wo sind die ganzen Autos? Mal gucken. Was macht ihr? Was steht hier da alle? Neun Autos, die wieder fahren Richtung 5001 da auf diese ganz, Kurve. Einen ganz kleinen Kreis hingerichtet haben. Die einfach spurlos verschwunden sind. Mindestens 20. Was? Und keiner hat's ich hör doch, was ich sag. Mindestens 20 Leute und keiner weiß davon. Ey, wir machen das jetzt auch so, wenn jemand kippt, dann kippt er, ne? Also, Mugli, wenn ich stimme, dann kommen wir nicht. Da muss ich auch, glaube ich, ein bisschen härter werden. Versucht einfach Kills zu holen, Digga, weil sowas hat gerade einen Fight. Wissen Sie, wie Sie das machen müssen? Nacht- und Nebelaktion. Okay, wenn es keiner mitkriegt und die schnell zack, zack. Da redet er noch. Die werden bei Harmony Church rauskommen. Aber ich glaube, dass ich fahr gerade hoch. Ich hatte falsch Auto. Das war eine längere Geschichte zwischen euch, ne? Ja, ja, natürlich. Ja, bei mir, also die Geschichte von Gigi und uns war ganz schnell, also der war damals bei mir, genau. Fahren wie Jürgen oder Bergen? Nein, Berge. Und dann, kennst du noch Artisch? Sag dir das noch was? Ja klar kenne ich noch Artisch. Hey, Hermanos, genau, hört mir kurz auf zu funken. Erzähl weiter. Dann hat dieser Kopf von Artisch mich angerufen und hat gesagt, hey, ich brauche 5, 6 gute Leute. Ich mache dir Ticket nach Dortmund, komm mal mit 5, 6 guten Mann, wir müssen hier ein paar Leute unterdrücken. Oder Matteo, warum Ende? Dann haben wir diese ganzen Massenmörder gepackt, ins Flugzeug gesetzt. Dann sind wir nach Dortmund geflogen. Wenn ja, und nach ein paar Tagen Arsch, stand dann Gigi vor mir, hat gesagt, ja, Richie, ich gehe zu den OGs. Und dann hat seine Reise begonnen. Genau wie alle anderen, die bei den OGs waren. Sehr lange. Ja, das ist der Werdegang, den ich nicht anders erwartet hätte. Wie oft war er bei Ihnen? 6 Mal, glaube ich, oder so, ne? Ja, 4 Mal, glaube ich. 4 Mal, okay. Ja, haben sie wenigstens Ende gesetzt, den ganzen Scheiß. Wenn du nach der Tafelrunde Zeit hast, dann lass uns einmal quatschen. Sehr gerne. Ich warte seit 4 Tagen, dass man mal mit dir reden kann, aber es ist wie Rathaus, wenn man einen Ausweis beantragen möchte. Das geht schneller, als mit dir ein Gespräch zu führen, Bitcoin. Seit 4 Tagen, ich rufe dich an, ja, gleich. Seit 4 Tagen. Nach der Tafelrunde auf jeden Fall. Ich wollte nur sagen, korrekt, Bitcoin, ich will Waffen kaufen. Auf einmal höre ich, die gehören die Waffen gar nicht mehr. Wir haben nicht mal eine Waffe, Bitcoin. Glaubst du das? Ich, der Riesmann, ich habe nicht mal eine Waffe. Was? Ja, so wie ich es Ihnen sage. Gut, Bruno. Ich nehme nach der Tafelrunde Zeit, wir reden. Nee, ist schon okay. Loco hat gestern bezahlt. Das ging um Loco. Der hat heimlich eine Schwester von uns geheiratet. Der hat gestern seine Zeche bezahlt. Nein, wieso erzählst du mir das mir da? Ich hätte es gerne von dir fast zu fast gehört. Ja, das kann ich dir noch erzählen. Der hat schnell bezahlt, damit ich es ihm gestern nicht erzähle. Ist das krank, mir da. Ich stehe hier auf, Bitcoin. Auf einmal sagen meine Leute mir, unsere Schwester hat über Nacht geheiratet. Ich sag, wen denn? Ja, Loco Toni. Ich sag, wie war die Hochzeit? Sie sagt, ja, war gut, ich war gefesselt. Ich verstehe. Was? Habe ich gesagt, entweder zahlst du mir 100.000 oder ich rufe Bitcoin jetzt an. Da hat er gezahlt. Jetzt sind die verheiratet, glücklich. Warte mal, heißt sie die Lara? Ob sie die Lara heißt? Sie? Ich glaube, du sollst nochmal mit Loco reden, Bitcoin. Na gut, dann reden wir nach der Tafel und Richie. Ich glaube, Adios, Musik noch. Adios. Los. Hey, Hermanos, wie sieht's denn aus hier? Mierda. Das kann doch nicht sein, dass wenn wir gegen die OGs kämpfen, dass immer dasselbe ist. Was meinen Sie? Ja, dieses Mierda, eine Stunde. Was machen die Mierda? Fighten die Helis gerade Max High? Was passiert hier gerade, dass wir hier am Anwesen warten?
Die waren noch auf ein, zwei Mann von uns. Mugli liegt noch. Die noch liegen, Mugli kommt gerade erst hoch. Wer hat diese Scheiße überhaupt gemacht, Mirda, was ist das, Mirda? War das Spielstopp? Was passiert hier gerade? Ich kann es dir sagen. Die Jungs von uns hatten unten gefightet, also unsere Preset-Autos, und gegen die Masse gefightet, und anscheinend war deren Caller down. Und dann haben sie sich dazu entschieden, zum Anwesen zu fahren und den Fight zu resetten. Es gibt kein Fight resetten! Was resetten? Das müssen die Themen sagen, nicht uns. Das Ding ist. Egal. Ego ist ausgesagt, ja. Wir da. Auf Fight resetten, ich kann es nicht mehr. Hermanus, was machen die da? Was machen die da? Ja, mit Autos auf Berge rumfahren. Die machen Sightseeing oder so, keine Ahnung. Oder? Allah, die denken einfach, PlayStation 5, Bruder, Reset-Knopf drücken. Warum macht man das? Das ist doch langweilig. Mann. Die gefallenen Leute können jetzt wieder mitmachen. Und ihr müsst nun auf eure Toten warten. Das ist echt blöd, sowas. Nein, Shadow, das ist Quatsch. Die dürfen nicht mal mitmachen. Es gibt nicht dieses, wir greifen an, kämpfen bis zur Hälfte, gehen wieder zum Anwesen zurück und dann kämpfen wir mit den neuen Leuten wieder weiter, mit denen, die schon tot waren. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Das ist verboten. Das funktioniert nicht. Das geht nicht. Das darf man. Das will ich hören. Das will ich hören, Aslan. Hallo. Hallo. Ich bin live. Ich habe eine Frage. Ja. Kann man fighten mit einer Familie? Wie meinst du das? Kann man fighten mit einer Familie, die schießen sich gegenseitig ein bisschen tot, die anderen haben viele Leute verloren, dann fahren die wieder zum Anwesen, sammeln sich wieder alle, um den Fight zu resetten und dann nochmal neu zu fighten, geht das? Also praktisch einen kompletten Reset. Ja, mitten im Fight einfach wegfahren, abhauen, alle nochmal warten, bis alle ausgeblutet wieder da sind und alle Leute hochgeholt wurden, um einen neuen Fight zu machen, sodass quasi der erste Fight nicht mal gefightet wurde, weil das resettet wurde? Also ich glaube, dass wir uns da einig sind, oder Shigi? Ja, eigentlich schon. Also was du auf jeden Fall machen kannst in dem Fall, also diejenigen, die dann wiederkommen, ist definitiv nicht erlaubt. Also Presetten ist ja eine Sache. Das ist klar, Presetten, das ist okay. An Anwesen kannst du direkt raiden und hinterher, das ist kein Base Raid, dass du einen Base Raid in eine Wende gemacht hast. Wenn die das machen, diejenigen, die dann ausbluten oder neu aufwachen und mitmachen, werden alle gebannt. Okay, das hat VDS nämlich gemacht. Okay. Gegen euch, oder was? Nein, ich mach Spaß. Nee, das war nur so eine metaphorische Frage, wie sowas wäre, also ob sowas geht. Aber nein, ist klar, dass das nicht geht. Das ist ja völliger Quatsch. Die können zum Anwesen flüchten, dann ist es aber sozusagen ein Free Base Raid. Ihr könnt da reingehen und das zählt nicht als ein Base Raid in der Wende, weil die selbst schuld sind. Diejenigen, die dann aufstehen, beziehungsweise vom Mediziner wieder zurückkehren und dann nochmal rausfahren oder diesen Fight nochmal neu machen wollen, werden alle gebannt. Ah, okay. Ja gut, nee, ich wollte nur wissen, ob sowas geht oder nicht geht, dann wissen wir auf jeden Fall, dass wir sowas nicht machen. Ja, ist ja auch Dodgen-mäßig, ne? Ja. Unter Presetten wird's verkauft, aber es ist schon Richtung Dodgen. Na gut, okay, Allah. Danke für die Info, tschüss. Ciao. Es geht darum, dass es keinen Sinn ergibt, zu fighten, man verliert zwei, drei wichtige Leute und dann haut man ab und resetten ein Fight. Wie cringe ist das? Wie unangenehm ist das? Also, wisst ihr, was ich meine? Wir sind mit voller Besetzung einfach wieder rausgefahren. Es geht auch 0,0 darum, dass wir den Fight gewinnen oder verloren haben. Es geht einfach darum, dass dieser Fight zu Ende geführt wird, so mäßig, so. Guten Tag, war die Team. Geht's? Mir geht's gut, wie geht's dir? Auch gut. Ich ruf dich an, nur zu fragen, wie es dir geht, mein alter Freund. Ja, ich kann nicht klagen. Hab ein bisschen Probleme mit den OGs, aber ich denke, das kriegen wir hin. Warum Probleme? Was passiert? Das weiß ich tatsächlich nicht so genau. Die OGs sind schon länger darauf aus, sich mit uns zu bekriegen. Verstehe. Naja, ich wollte einfach fragen, wie es meinem alten Freund geht. Wie laufen die Waffengeschäfte, Warte-Team? Sehr gut. Habt ihr schon Waffen verkauft? Sehr viele Familien, ja. Bueno, was ist mit den Cousins? Die haben noch keine Waffe. Die haben nicht angerufen. Ich laufe keinem hinterher, Mr. Bitcoin. Natürlich nicht. Die ganze Masse zusammen? Ja. Das freut mich, dass du Waffen verkauft hast. Ja, wenn man Waffen kann sein, dass das kann gar nicht sein, es gibt nur Freitagswaffen. Ich denke nicht. Kann man nicht erwarten, weißt du. Die waren ja eben auch neun Autos und jetzt sind das. Das stimmt, bist du bei der Tafelrunde um 21:45 Uhr? Aber wie gesagt, ausgeschossen ist nicht. Also ich weiß nicht. Ja, die waren neun Autos in Masse davor und einer hat ja gleich schon wieder gepreset. Was? Der kleine Peach ist zu mir in ein Anwesen gekommen, hat mich gebeten, Tafelrunde zu ihm organisieren. Das gibt aber leicht, der war einfach kochen.
Du meinst Lil Mafia? Was laberst du? Ja, der Bastard. Was? Aber es gibt eine. Wir sind auch da. Komm auch da hin. Ich komme auf jeden Fall, aber Mafia, Bruder. Da wird eh zwei. Ich weiß, was er vorhat. Wir reden bei der Tafelrunde. Ja, ja. Komm dahin, bis später. Ja, wegen Kopfschmerzen, Bruder, das ist unglaublich. Boah, dieser Funk tötet mich, Mann, wenn ich telefoniere. Ich habe Kopfschmerzen davon. Ey, ich kann das nicht. Das sind genau die Gründe, warum ich keinen Bock mehr auf BRP hatte, Wallah. Genau das, was hier gerade passiert. Ich habe keine Lust darauf, Wallah. 0,0. Ah, tut mir leid, Romanos, ich bin leider zu spät gekommen. Oder Mayans. Sprech für die Tafelrunde jetzt. Jetzt kannst du für die Tafelrunde sprechen und deinen Antrag stellen. Mr. Bitcoin, wie, wer redet da? Warte, nicht du, alter Mann. Mayans, seid ihr schon da oder seid ihr nicht? Ich von den Outlaws hab gefragt, ob das die Chancen der Mayans schmälert. Ja, Mayans, stellt euch vor. Ja. Ich bin Melvin Binet von den Mayans MC. Wir kommen aus Mexiko. Und in dieser Stadt gibt es einfach zu wenige MCs und wir wollen einfach für einen neuen Wind sorgen. Einfach ein bisschen mit unseren Bikes herumfahren und die Stadt aufmischen. Und so, fang an, Romano. Am Ende landen die nur in Kolonnenfahrten. Kommen wir mal erstmal zum Punkt, Mira. Für was ist die Scheißrunde hier gemacht worden? Du bist zu spät, Bro. Wer zu spät ist, Bruder, hat das Ding, Punkt ist schon abgeschlossen, die Meier ziehen. Du hast diese Tafelrunde in meinen Namen gemacht. Was ist der Grund für diese Tafelrunde? Kurz und knapp, Young Rock ist wieder offiziell, weil keiner was dagegen hat. Der musste fragen, ob er offiziell werden darf. Das offiziell war's. Was? Offiziell, was? Familie Young and Reckless. Ein Scheißdreck, mir da. Lil Mafia hat mit Young and Reckless nichts mehr zu tun. Wie? Was sagt er da? Seit Tagen sehe ich ihn mit dem Bauarbeiterhelm mir da und bettelt irgendwo nach Geld und nach Essen. Er war das als letztes erst bei Mahone seinen Leuten mir da, hat nach Essen gebettelt. Bitcoin, davon muss aber bedenken, die Ansage wurde gemacht, weil Team greift jede Familie an, die was dagegen hat, also klärt das enttäuscht rein. Machen. Stimmt, stimmt! Das ist mir völlig egal, Mirda. Wieso sollten wir einfach zulassen... Warte mal, war das jemand dagegen, wenn wir sagen, dass Young and Reckless zurückkommt? Das hat er gesagt, ich habe nichts damit zu tun! Okay, bueno. Eine Frage. Seid ihr es? Ja. Was wird das hier, Mirda? Eine Vorstellungsrunde? Mama und Papa gehen, Bruder? Chill, lass doch erstmal unter uns reden. Prinzipiell sollte es so sein, dass Lil Mafia erstmal alle Familien fragt, ob es okay ist, wenn er zurückkommt. Szene, danke schön. Aber irgendwie hat hier keiner der Familien oder die Tafelrunde Eier, dass sie ihm überhaupt eine Aufgabe stellen. Keine Gut. Ahnung, kriegen wir tausende MD. Hey, MOB. Was hat er mit Davis gemacht? Nein, entspannt euch mal, Hermanos. Diese offizielle Scheiße. Immer diese offizielle Scheiße von eurem Mund raus. Hey, wartet doch mal, Mierda, Lil Mafia. Davis, was hat er mit euch gemacht? Warum schießt du schon wieder? What's up, bro? Weil Mafia offiziell wird. Oh shit, jetzt geht. Oh, Leute, was passiert? Ein Löwe, Leute. Keiner schießt auf der Tafelrunde, haben wir gesagt. Bruder, nicht steppen, Bruder, es wird nicht mehr auf der Tafelrunde geschossen. Aber Bruder, und wenn ihr das akzeptiert, dann habt ihr mehr Angst. Bruder, was macht der da? Gut, wir ziehen dann ab. Ihr brecht eure eigenen Regeln permanent. Wer? Hey, warte mal. Wohin läuft ihr? Bleibt doch hier, Bruder, was macht ihr? Wohin läuft ihr? Hey, ihr kleinen Chuchas, wohin läuft ihr? Ihr schafft es ja nicht mal, eure eigenen Regeln auf der Tafel. Ja, verpisst euch von der Runde, Hermanos. Wie hast du uns da hingebracht? Also bitte. Wir sagten, es wird auf der Tafelrunde nicht geschossen. Jemand kommt hierher und meint seine Cojones, die er nicht vorhanden hat, hierher zu kommen. Hat der geklappt, da ein bisschen was reinzubringen, Chat, oder? Ich brauche kein Rivera 2.0. Ich scheiß auf Rivera 2.0. Auf der Tafelrunde wird nicht geschossen. Tja. Okay, Bruder! Da gebe ich Leut recht. 100%. Aber Bruder, woher soll er das wissen? Kajate, Mierda, kajate. Es weiß jede Familie in dieser Stadt. Ja, Bruder, woher soll er das wissen? Warum wurde direkt angeschossen, Bruder? Fuck. Was ist das hier, Mierda? Was seid ihr für Geschäftsmänner? Holt mal wenigstens einen, der was zu sagen hat. Holt mal Ali, Mierda, ihr scheiß Müllhaufen, Leute. Geht mal weg von hier. Bruder, chill, Bro, chill. Zisch mal ab, Mierda. Habt ihr diese Verbandskästen, Geschäftsmänner, bitte? Ja, gut. Dann, Bruder, bleibt doch hier, Bruder. Er ist nicht euer Vater. Er ist nicht euer Vater, Bruder. Bleibt doch hier. Ey, bitte bleib! Wenn ihr wirklich hier die Staatsmacht seid, das dann solltet nicht. Ihr euch nicht mit Memmen verpissen. Er sagt einfach, ja, gut. Solltet einfach mal auf den Tisch schauen. Die laufen einfach weg. Bruder, er ist nicht euer Vater. Bruder, bitte. Kommt mal bitte zurück, Mann. Bitte.
Warum kann das so eskalieren, Jungs? Ich wollte doch nur... Ja, danke. Männers, man kann alles mit Worten klären. Ey, könnt ihr mal bitte jetzt... Boah, scheiße, Bruder, warum musst du das so alles eskalieren, Digga? Siehst du doch. Es ist wieder ein Kali gegen Grace, Bruder. Scheiße. Nee, warum macht das? Jetzt ist wieder ein Kali gegen Grace. Okay. Okay. Warum, Mann? Warum muss Grace wieder gegen Kali schießen? Solange ich hier bin, wirst du mich fragen, ob du hier deine Scheiße machen kannst. Solange wird dir gar nichts passieren. Was die Geschäftsmänner sagen, ist mir scheißegal. Ich werde dich Tag und Nacht jagen lassen. Von jedem Zivilisten, der hier rumrennt. Ich hab doch damit nichts zu tun. Wer ist da rechts neben dir? Wer soll das sein? Das ist Ding. Das ist Richie. Das ist Bilal. Nein, welcher Bilal? Welcher Bilal? Bilal Big G, Bruder. Nein. Bilal, bist du das? Yes, bro. Dass du dich nicht schämst. Wofür dass denn? Du dich nicht schämst, Hermano. Du warst in mehr Familien drin im Jahr als die Leute bei deinen Frauen im Unicorn. Was ist los mit dir? Ja, kein Problem, Bro. Verpiss dich, Mirda. Du verbrauchte Chucha. Bruder, chill, Bro. Ich bin Bilal Big G. G steht fürs Gesetz, Mirda. G steht jedes Mal für was anderes, meine du scheiß Chamäleon. Ich hatte mehr Kali weibliche Tänzerinnen. Ja, die waren alle bei mir eingestellt. Was hast du für ein Problem? Ja, hast lange gebraucht für den Satz, oder? Ja. Genau, halt lieber die Fresse. Wenn ein Medic kommt oder so, dann wird die Leute hochgeholt werden. Hey Jungs, wie können wir das jetzt regeln? Warum wurde hier geschossen? Geierte. Will Mafia. Warum? Aber warum Kali gegen Grace jetzt schon wieder? Scheiße, Mirda. Vom Medic zum Pedila zum... Boah, du warst überall, Mirda. Du warst wirklich überall. Die waren jetzt hier rumstehen. Da gibt's nicht schon, da gibt's einige hier. Nein, immer das PD beiseite, Mirda. MD, PD. Du warst überall, in jeder Familie. In jeder Familie, dass man dich überhaupt annimmt, Mirda, nachdem du so lange PDler warst. Dass man dich überhaupt akzeptiert. Und wird doch keine. Was sagst du, Kuti? Aber können wir das jetzt nicht anders klären? Er war kein Blatt und wird auch nie einer sein. Was, Bruder? Mafia. Ja? Besser ist es. Also ein Appell an jede einzelne Familie hier. Das hier ist die Tafelrunde. Wenn ihr das akzeptiert, was gerade Grace gemacht habt, dann war es das letzte Mal, dass ich zur Tafelrunde komme, weil ihr es dann nicht wertschätzt. Ich sage eine andere Sache. Interessiert es vielleicht nicht. Leute, ich werde mit diesen Versagerleuten da reden. Ab jetzt, wer auf der Tafelrunde schießt, kriegt eine Hinrichtung. Ganz einfach. Scheiße. Das dann will ich mal sehen, wie viele Leute sich trauen, mir die Waffe zu zücken. Mein Freund, du hast jetzt hier in Richtung Blut geleckt, ne? Das ist schön. Ja, natürlich. Wer hast du hingerichtet? Das ist gut. Ja, das ist ein Geheimnis. Das weiß schon die ganze Stadt. Das ist ein offenes Geheimnis. Dass man Leute immer zu seinem Glück zwingen muss. Wer denn? Sag doch den Namen. Ja, dich nicht, Hermano, sonst würdest du ja nicht hier sein, sie. Ja, hallo. Narox, dankeschön. Lux, Gatschon, dankeschön. Jeden Augenblick da sein. Hallo, Alekum, wie geht's euch? Auf ein neues. Kommt jetzt noch ein Medic heute? Dispatch wurde gerade angenommen. Ich habe jetzt eine Frage. Und das ist eine ernsthafte Frage. Stepan hat ja erstmal auf Bitcoin geschossen. Und dann war das ja ein Grace gegen Kali. Dann hat aber Lloyd seine Waffe erhoben und hat auf Stepan und Mos Abi geschossen. Nein, das hat hier nichts mit Grace, Kali und Santa zu tun. Das hat was damit zu tun, Romano, wer hier schießt, ist gegen die Tafelrunde, ganz einfach. Also halt deine Fresse, kleine Chucha. Aber wenn Stepan eine Person umschießt und Lloyd dann zwei und das sogar danach und sagt, danach soll nicht geschossen werden, wer ist jetzt der Schuldige? Ich bin dagegen, dass Young and Reckless wieder hierher kommt. Ich auch, 100%. Oder? Das Ding ist schon durch, das ist nicht durch. Wie? Das ist nicht durch. No problema, Armano. No problema. Was ich werde dafür sorgen. Ist das so Stimme an Stimme? Oder wenn nein, Mirda. Was für ein Ding ist das überhaupt, dass jeder seine Fresse hält? Was für ein Ding ist das überhaupt, Mirda? Ich hab gesagt, 200k muss er für meine Stimme geben. Ich auch, ich will auch 200k. Ich steige, Bro. Ich steige. Das hört sich schon mal gut an. Wenig. Leg mal Geld auf den Tisch jetzt hier. Ja, aber die haben nur Spaß gemacht. Das war lustig. Wir haben gelacht, weißt du? Es war alles gut. Dann war das Ding durch, weißt du? War Spaß.
Ja, aber was ist das jetzt? Also ist jetzt Grace gegen Kali und was ist jetzt mit Santa? Weil Santa hat jetzt auch Leute umgeschossen. Ich muss es nur verstehen. Das ist ein Grace gegen die Tafelrunde. Hä? So sehe ich das auch. Aber warum Grace gegen Tafelrunde, wenn er nur Bitcoin Mafia umgeschossen hat und du danach zwei Leute umgeschossen hast? Mafia, lass dir einfach. Komm, Leute, du wirst eh deine Arschbacken aufmachen. Bitcoin macht dir auch auf. Die ganze Tafelrunde soll er mich rein. Kein Problem. Also Leute, aber ne, du musst so, na, so wichtig bist Fehler du nicht mit Fehler machen, ne? Oh, guter Punkt! Guter Punkt, Sheriff! Deswegen stehst du da, wo du stehst! Ey! Curtis, halt deine Fresse jetzt! Wer ist Curtis? Keine Ahnung. Wer ist Curtis? Keine Ahnung, Bruder. Ich bin keine Ahnung, Digga, was der Lampe, Bruder. Keine Ahnung. Gut, also siehst du es so, dass so, es von mir ist, was gerade hier passiert ist und du nimmst jetzt Grace in Schutz? Nein, Bro, du hast mich falsch verstanden. Ich tue nur die Fakten auf den Tisch. Mit dir hat keiner geredet. Mit wem redest du dann? Hey Leute, aber harter Vater hast du selber geschossen. Ich weiß gar nicht, was du redest. Anstatt sich darum zu kümmern. Aber Bruder, was hast du jetzt gegen Frauen, Bruder? So Frauen sind auch Menschen wie wir Männer, Bro. So, Mierda, lass mal diese Politik hier, Mierda. Frage, was war denn das jetzt mit diesen Geschäftsmännern? Die sind einfach weggelaufen und sind weg jetzt. Was ist das hier? Was machen wir hier? Wir müssen auf die hören, aber wenn wir Fragen haben, sind die einfach weg alle, oder was? Ja, ich weiß nicht, die denken, das ist so wie eine Erziehungsmaßnahme von den Eltern. Der hat nicht gehört, jetzt ignoriere ich ihn, bin sehr enttäuscht. Was war das für eine Scheiße, Mierda? Was war das für eine Scheiße? Ich sag euch ehrlich, wie es ist. Jemand auf der Tafelrunde schießt Mierda, mitnehmen, hinrichten. Adios. Aber Bruder, mitnehmen wir davon. Ja, aber da gab es doch keine Geschäftsmänner, Mierda, die mir sagen konnten, was ich zu tun und zu lassen habe, Mandela, ihr Lil Mafia. Also, Mandela, warte mal kurz, Mandela. Mandela ist ein verschissener Vater, Mierda, und das ist mein Sohn, natürlich nenne ich dich Mandela. Bitte, ich habe ein paar Fragen, wirklich. Wir schießen seit 2 Jahren auf der Tafelrunde, ist nichts Neues, sind wir mal ehrlich. Wir machen jedes Mal wieder ein Drama daraus. Aber gab es schon Geschäftsmänner, Richie? Ja, pass auf, aber wir haben noch nie Sanktionen draus gemacht, stimmt's oder nicht? Das stimmt. Dass die Geschäftsmänner, wir haben noch nie Sanktionen gemacht, wir haben immer geredet, wir haben nichts draus gemacht, okay. Jetzt denke ich, diese Geschäftsmänner sind hier die absoluten Motherfucker, die alles im Griff haben. 100%. Dann stehen die hier und machen nichts und gucken zu. Kein Gracias, Problem. Mierda. Ich will jetzt wissen, was die hier machen in der Stadt. Was ist hier? Die den ersten Worte, Mann. Ich verstehe nichts. Wir müssen hier was ändern. Ja, was willst du ändern, Mierda? Alles ist gleich. Nee. Versager, Mierda. Sie haben was geändert. Sie haben gezeigt, dass das keine Geschäftsmänner und keine Staatsmacht ist. Das sind irgendwelche kleine Heulsusen, die gehen, wenn so etwas passiert, anstatt durchzugreifen. Die Wahrheit ist, wir Idioten verstehen nur Gewalt. Dass die Respekt von uns kriegen, das geht nur, wenn die uns unterdrücken. Und das Problem ist, wir unterdrücken die gerade. Ich sehe, wie viele von euch mit denen reden, die lassen mit sich machen. Die werden nie Respekt von uns bekommen. So. Aber wie denn auch, Richie? Wie denn auch? 100% sage ich doch. Das sind keine Respektspersonen. Dann gibt es keinen Respekt von uns. Und ich weiß, ich war selber mal lange Elite. Und ich musste mir den Respekt von vielen von euch auch als Elite damals... Du warst das? Du sagst immer bei mir, Richie, sag ich mir anders aus. Ich weiß, wie das ist, aber wenn die so durchgreifen, und ich meine das ernst, und wenn das so bleibt, wie es jetzt ist, werden die niemals unseren Respekt bekommen. Niemals. Gar nicht. Null. Nix. Bring mal den anderen hier. Weil uns geht schlechter als vorher in dieser Stadt. Sind wir mal ehrlich. Uns geht schlechter als vorher, seitdem die da sind. Sind die weggegangen, wo sie gesagt haben, die sollen abhauen? Bro, nein, die sind weggegangen, weil sie gesagt haben... Ich habe meine Schulter ausgekugelt. Meine Schulter ist kaputt. Gracias, Medic. Vielen Dank. Dankeschön. Einfach eine Stunde kommt keiner mehr, jetzt kommen auf einmal 20. Jemand hier schießt und es irgendwelche Leute gibt, wie zum Beispiel den Big Joe, der sagt, ja, aber du hast doch auch geschossen, um die zu in Schutz zu nehmen, die Scheiße bauen. Aber das geht doch nicht um Schutz nehmen, Bruder. Du kannst nicht Feuer mit Feuer bekämpfen, Bruder. Das geht nicht, Bruder. Schau mal erstmal, Mano, ich frage mich noch, was du hier machst. Zivilisten haben in der Tafelrunde nichts zu suchen. Ich hab grad von den Geschäftsmännern den Okay bekommen. Nein, hast du nicht. Doch, ich war da vorne und die haben zu mir gesagt, das Ding ist durch, doch. Du hast gar nichts. Ruf doch Ali an. Wieso habt ihr die ganze Zeit nichts gesagt, MOB? Was? Ihr wisst ganz genau, wie Lil Mafia ist. Ihr wisst ganz genau, dass unter seiner Herrschaft in Davis noch nie etwas geklappt hat. Er hat euch immer wieder in den Ruin getrieben. Siono, habe ich recht oder nicht? Ja, Mafia ist zu Davis gekommen vor 2 Tagen, wollte in Davis reingehen und er wurde von Davis abgelehnt. Ich weiß nicht, was das Problem ist, aber... Ich bin nicht dagegen, dass Mafia hier in die Stadt kommt. Ich würde ihn sogar hier in der Stadt feiern. Ey, wartet doch mal kurz. Er kann in die Stadt kommen, aber nicht nach Davis. Liegen, der hört ja alles mit und ihr plappert fröhlich drauf los. Das ist unser Punkt hier von Davis. Wo ist ein Zivi? Welcher Zivi? Und wenn er nach Davis kommen will, danach muss er mit uns reden. Aber der liegt, das ist kein Reckless. Ja, aber der ist stabil. Hallo?
Ach, schon ein bisschen wieder in der Stadt, gibt's hier Trubel. Bruder, ich hab gar nichts gemacht, Bruder. Das Ding war durch, Bruder. Was soll ich machen? Der andere, der da herumläuft. Also ich habe eine Meinung zu Mafia. Mir ist es egal, dass er wieder kommt. Ich finde es sogar gut, weil hier in der Stadt laufen so einige Flaschenfamilien sowieso rum. Also da finde ich so Young and Reckless für die nächsten drei Monate. Wisst ihr, was ich lustig finde? Ja, aber finde ich das nicht unfair, dass die Mayans... Ihr seid am Bruder, wer sind die Mayans, Bruder? Dein Arsch! Die Mayans sind die Aufgaben erledigt haben, um Fuß zu fassen. Nicht wie du einfach hier aufzubauen. Was musst du dir machen? Was habt ihr gemacht? Als Beispiel? Drogen verkauft an Kinder. Hallo? Mayans. Ja, jetzt. Ja, wir müssen 300.000 schwarz geben und 30 MDMA. Scheiße. Wer hat euch die Aufgabe gegeben? Einer von den Geschäftsmännern. Er hat euch dumm dämlich verarscht, Bruder. Okay, Adrian. Big Boy, danke schön. Schnips war wieder da, so auf den. Ja, dann einfach das gleiche auch für Mafia. Wo ist das Problem? Nein, darum geht's aber nicht. Ich frage euch eine Frage. Wer hält was von On-Off-Beziehungen? Wer? Bruder, ich, Bruder. Mit dir redet keiner, Mann. Du bist gerade hier auf der scheiß Bank. Okay. Wer hält was davon? Auf der Bank, so wie beim Fußball? Aber wie meinen Sie On-Off-Beziehungen? Meinen Sie diese On-Off-Beziehung oder diese andere? Ich meine damit, Mirda, ich meine damit Leute. Ja, Arici? Wir sind Fans von On-Off-Beziehungen. Also mal so zwischendurch mal dahin fahren, wieder die alte vor einem Jahr nochmal wegdoddern. Das ist wunderbar. Das haben wir von uns gemacht. Okay, aber das ist. Das ist keine On-Off-Beziehung. Ich glaube, ihr wisst überhaupt nicht, was eine Beziehung ist. Eine On-Off-Beziehung ist, Romano, wenn zwei Leute da sind, die sich die ganze Zeit streiten, wieder zusammen sind, wieder Schluss machen. Sie wissen nicht, was sie wollen. Das ist eine On-Off-Beziehung. Okay. Jetzt erkläre ich euch mal, Romanos. Wieso sollte eine Chucha wie Lil Mafia die ganze Zeit hier die Chance bekommen, Mirda, hierher zu kommen, wann er will, nur weil er gerade will, ja, ich bin da, los, ich will wieder da sein. Und während andere Leute sich wie diese Leute hier die ganze Zeit aufbauen und alles versuchen, um hierher zu kommen, Mirda, und anerkannt zu werden von uns, kommt jetzt ein Lil Mafia, Mirda, und jetzt leckt die ihm die Füße? Andale, Mafia, das ist mein größter Feind. Wir brauchen Lil Mafia, wir brauchen ihn so sehr. Die zehnmal hier waren und wieder gekommen sind. Okay, dann lass mich was dazu sagen. Wir klären das einfach, wie man das hier in der Stadt klärt. Wir gegen die Mayans. 21 Uhr Sandy. Und morgen. Genau deswegen bin ich dagegen, dass du eine Familie kriegst. Genau deswegen. Weißt du wieso? Soll ich dir etwas sagen? Ich mag dich, aber du willst immer die kleinen Spaß. Familien ficken. 100%. Bruder, das war Spaß, Bro. 100%. Er ist ein Unterdrücker, Mirda. Ich bin ein Unterdrücker. Hermano, wenn du ein bisschen Macht bekommst in Davis, Mirda, du lässt den deren Steine Scheiße fressen. Ich hab gesagt, dass ich nicht in Davis gehe. Ich hab meinen Barber aufgegeben. Okay? Weißt du wieso? Jetzt brauchst du dich hier niemand Sorgen machen, er kommt eh nicht rein. Frag mal, wieso lässt ihr nicht rein, Herr Mobi, in Davis? Er hat Aufgaben von uns bekommen, die er nicht erfüllt hat. Deswegen also hat er verkackt, richtig? In unsere Perspektive. Nein. Hamoud, du musst schon richtig erzählen. Du hast zu mir gesagt, ich soll um 20 Uhr kommen mit meinen Männern. Ja, ich hab respektvoll dir gesagt, Mann. Ich komm. 20 Mann, genau. Ich hab gesagt, Bruder, so auf den, Bruder. So, weißt du, so. Meine Arsch ist nicht so mein. Aufgabe. Das war, dass du dich vorstellst vor dem. Genau. Ich hab gesagt, ich hab keinen Bock drauf. Ich hab mir woanders einen Hut gesucht. Fertig. Ja, du sagst, aber sag doch, ich hab verkackt, Bruder. Schaut mal, ich sag mal eine Sache. Ja, aber nein, sag doch, ich hab verkackt. Warte mal ganz kurz. Ja, aber Bruder, du sagst, ich hab verkackt. Ich kann diesen Typen recht nicht aus. Er labert die ganze Zeit und nervt mich. Aber ich muss ihm eine Sache zurechtsprechen. Er hat hier mehr Einfluss auf die Stadt als 70% der Familien hier. Und Bruder, deswegen habe ich nichts dagegen. Ey, du hast Sendepause, Mann. Deswegen habe ich nichts dagegen, dass Mafia hier in diese Stadt kommt. Er ist wahrscheinlich eine bessere Bereicherung für die Stadt als viele andere hier, die hier eine Familie bekommen haben. Erklär mal den Einfluss, erzähl mal. Ja, erklär mal die Bereicherung. Erklär mal. Schieß rein auf der Tafelrunde. Ich hab doch mit nichts zu tun! Routen ausbeuten, Mirda, Lügen und Betrügen. Was ist die Bereicherung von Ihnen? Erzähl mal, Hamoudi. Ich kann sagen, was meine Bereicherung ist. Bereicherung ist, mich und dich anzurufen und nach Geld zu betteln. Bitcoin. Er hat Einfluss einfach auf die Stadt. Er ist keine Familie, die einfach so Photosynthese macht den ganzen Tag. Genau. Glaub auch, mein Bruder, Habibi. Wir lachen. Ich danke nicht, dir, mein Bruder. Aber er ist so nervig eigentlich. Ja, lade dich immer gesund lassen, mein Bruder. Schau mal, das ist das Einzige, was ich euch sagen möchte. Das Ding ist ja eh schon durch. Ich bin ja wieder da. Ein Scheißdreck bist du, Romano. Von mir wirst du nicht akzeptiert, Romano. Und ich werde dich so lange unterdrücken. Ich werde dich so lange unterdrücken, Romano. Nichts ist zu spät. Verstehst du mich? Nichts ist zu spät. Noch eine Sache, Leute. Greif Grace dich an, nimm ich die auseinander. Also ich sage nur eine Sache, wir greifen die sogar zusammen, ist mir scheißegal. Wissen, was habt ihr für Fragen? Ich kann diese Fragen gerne beantworten, so ist es nicht. Deine scheiß Fragen will hier niemand beantwortet haben, verstehst du mich? Niemand will was von dir wissen. Was denkst du, wer du bist, Mirda, dass du herkommst und sagst, so? Mein Name ist Lil Mafia. Lil Mafia, Mirda, ich bin wieder da, nimmt mich an. Nein. Geierte Mirda.
Ich hab gesagt, ich bin wieder da, nimm mich an. Soll ich dir sagen, was der Unterschied zwischen dir und einem Mahone ist? Ha? Ein Mahone, der gescheitert ist an sich selber, aber er haut nicht ab, er flüchtet nicht so wie du. Er ist hier in dieser Stadt. Wo bin ich denn? Nein. Bin ich denn abgehauen? Du bist ruhig, Hermano, du bist ruhig, du bist jetzt ruhig. Du hast deine Familie sowieso schon verloren, du hast deinen besten Mann an Vaditim verloren. Das wissen wir doch alle, Hermano. Er ist bei ihm, weil er weiß doch, dass er besser aufgehoben als bei dir, Versager, Mirna. Nummer eins, geierte, wenn ich rede. Maus war dein bester Mann. Nicht dein bester Schütze. Aber Maus hat für dich mehr Sachen geredet, mir da, als du denkst. Wegen Maus haben Leute dich überhaupt ernst genommen, Lil Mafia. Geierte, Mirna. Du machst aus Maus noch. Nein. Ich sag dir ehrlich, wie es ist. 100%, egal was ich mit Haus, was Maus und mir zwischen uns ist, Mirna, ob ich ihn mag oder nicht. Er hat deine Familie zu 90% ernstzunehmender gemacht, als du sie jemals ernst machen kannst, Mirna. Und ich sage dir, er ist mehr Young and Reckless als du gewesen in deiner gesamten Zeit, Mirna. Und deswegen hat Vaditim dich zur Seite ausgeschissen und Maus an seiner Seite gelassen, Mirna. Mach dir darüber mal einen Kopf. Jetzt holst du dir irgendeinen versibbelten, verbrauchten, durchgenuckelten Bilal Big Schiss, Mirna, an deiner Seite und denkst, ja, wir machen jetzt lange die Leckesrede auf, Mirna. Wir machen ein Comeback. Verpisst euch, Mirna, Comeback! So, erstmal sollte Kali sich mit Comebacks sich doch auf jeden Fall. Eigentlich musste sich mit Kali sich mit Comebacks am besten auskennen. Also wie die Leute bei dir rein und raus. No problema. Die Leute gehen rein und raus, Mirda, ich stehe immer noch hier. Was jetzt? Ha? Und genauso ein Mahon, Mirda. Und genauso ein Mahon. Ein Mahon, der mehr Anerkennung verdient hat als du, Mirda, kleine Chucha. Ja, du lachst jetzt, Mirda, du lachst. Schau mal, ich lache, weil ich das sehr, sehr krass finde. Si, claro. Dass du diese ganzen Sachen aus dem Kontext siehst. Warum ein Maus bei Grace ist oder sonstiges. Was dann? Hast du ihn verschenkt, so wie du es mir damals gesagt hast? Nein. Du hast gesagt, er ist für Geld gegangen. Dann hast du gesagt, er ist gegangen, weil ich ihn dagelassen habe. Du lügst dich immer selber an, Mirda. Sieh? Du bist ein Menteroso, Mirda. Jetzt frage ich dich, Maus. Wieso bist du jetzt bei Vaditim geblieben? Offen und ehrlich. Auch wenn du mal Lil Mafia nicht in den Rücken fallen willst. Wieso bist du bei Vaditim geblieben? Das hat seine Gründe gehabt, aber die muss ich jetzt nicht offenkundig sagen. Ja. Das bedeutet so viel wie... Lil Mafia hat bei mir verkackt und hier bin ich besser aufgehoben. Nein. Oh, schade, dass er nicht nein gesagt hat, sondern du. Versager der Gesellschaft und Nation. Okay, und ich soll jetzt auch die ganzen Leute aufziehen, die rein und raus bei dir gegangen sind. Nein, Mirda, es kann die ganze Welt bei mir reinkommen und wieder rausgehen, Mirda. Ich bin da! Verstehst du das, Mirda? Solange der Kabessa da ist, Mirda. Solange der Kabessa da ist, Mirda, ist die Familie da. Dann siehe, wir sind die Säule, Mirda. Verstehst du mich? Wir sind die Säule. Du bist da, Mirda? Du bist da? Du bist alles, Mirda, aber nicht da. Du bist alles, aber nicht da. Von 19.45 Uhr bis 23.45 Uhr bin ich da. Verpiss dich, Mirda, wir sind hier nicht das Jobcenter. Also, ich frage euch jetzt eine Frage. Das Ding ist durch. Du kannst nichts mehr dagegen machen. Du bist zu spät gekommen. Wenn du nicht zu spät gekommen wärst, hättest du diese Punkte bringen können. Aber die, wie heißen die nochmal? Die Geschäftsmänner haben mir das Ding gegeben. Ich habe jetzt meine App. Für mich ist das Ding durch. Was soll ich dir sagen? Hat jemand ein Handy für mich? 15, 17? Ich hab jetzt meine App, Mirda, bist du... Was ist los mit dir, Mirda? Die haben mir sowas pro... Wie heißt das? Programmiert, 15, 17. Dass ich meine Member immer finden kann. Gut. Jetzt schauen wir uns das ganze Spektakel mal an. Stopp, deine App ist gleich flöten. Ich glaube, die App ist gleich flöten. Nein, also wenn sie auf ihn hören... Okay, Ola, hörst du mich? Ja, was ist los? Was soll die Scheiße? Wieso wird das akzeptiert, dass Lil Mafia in der Stadt wieder anerkannt ist? Wieso? Aus welchem Grund? Die ganze Stadt will ihn gerade ablehnen, Mirda, und ihr lässt ihn einfach zu? Ist das die Zusammenarbeit, Mirda, auf Augenhöhe, die ihr haben wolltet? Ha? Guck mal. Ja, ich guck. Ich hab gesagt, geh zur Tafelrunde. Wenn niemand was dagegen hat, dann kannst du deine Familie machen. Wenn die Stadt dich nicht akzeptiert, ihr entscheidet das. Ja. Dann entscheidet ihr das, dann interessiert mich das nicht. Er redet schon rum, Mirda, ich hab meine App schon. Mirda, was ist das? Wo sind wir hier? Gar nichts, er hat kein Anwesen, nix. Okay, noch eine Frage. Wieso sind deine Leute so eine Opfer? Wieso sind deine Leute so eine Opfer? So wie ich will, Mirda. Deine Leute haben sich gerade hier zum Affen gemacht, Mirda, verstehst du mich? Du blamierst euch, ihr blamiert euch, Mirda. Euch sollen wir folgen, Mirda? Vor euch sollen wir Respekt haben? Ihr macht hier ein Lil Mafia, Mirda, lässt ihr alles machen und dann sagt ihr, gut, ihr habt nichts gelernt, wir gehen jetzt von der Tafelrunde weg. Hier wird geschossen, Mirda, ein Vaditim schießt auf mich, Mirda, in der Runde vom Reden, Mirda. Ihr habt hier nichts geändert, Mirda. Ihr habt gar nichts gemacht. Wir sind noch hier. Ja, bitte nimm meine Waffen nicht weg, bitte.
Ich habe dir mein Wort, Kali wird nicht der einzige Familie sein, die mir helfen wird. Okay. Du wirst diese Waffenroute... Nimm mal das dabei weg. Nimm mal alles beiseite. Lil Mafia wird 100% hier nicht akzeptiert. Ich habe mit Ali gerade geredet. Er hat weder irgendeine Applikation, noch irgendein Standort mir da. Okay, holt mir ein Zivi. Holt mir jetzt ein Zivi. Alles gut. Ich beweise es. Alles gut. Ich pflanze einen Chip in den Arsch. Está bien, está bien, Lil Mafia. Scheiß Lügner. Du wirst hier nicht akzeptiert. Ich wurde akzeptiert. Alles gut, Mann. Nein, Mirna. Ich wurde akzeptiert. Du bist zu spät gekommen. Wohl eher zu früher, Mano. Und das momentan wohl eher zu früher, Mano. Und das bereue ich, dass Mandela mein Sohn ist, mir, dass er nicht überhaupt in die Welt gesetzt hat. Hallo, hallo, hallo. Wir diskutieren jetzt, ob jemand offiziell ist oder seine Familie eine App hat, aber was juckt uns das eigentlich alle? Wir sind doch unsere eigenen. Aber juckt mich jetzt, ob es ein GmbH gibt oder ob es ein Young Rappers danke, gibt. Danke, danke. Rede, mein Bruder, rede. Das checke ich seit über einer Stunde nicht. Wieso müssen wir den akzeptieren? Wenn wir den nicht akzeptieren, hauen wir den weg und der ist wieder weg. Ja. Nein, das oh, nicht, ja. Aber ja. Das ist sehr okay, also passiert hier noch was Wendes oder was das jetzt mit der Ich habe noch andere Sachen zu besprechen. Die Tafelrunde hat erst angefangen, Bruder. Alles gut, auf jeden Fall. Das Thema ist gegessen. Ali hat zu mir gesagt, wenn die Stadt einstimmig entscheidet, dass sie ihn akzeptiert, Bruder, das Ding ist durch. Warum diskutierst du noch? Das Ding ist durch. Du bist warum durch. Redet Ali immer du mit dir, bist wo durch, du ihn weggeschickt hast? Ja, der, du guck bist mal, durch. Jungs, da kommt doch jemand hier. Da ist doch bestimmt Ali. Du hast ihn angerufen, guck, da ist er. Ist er das? Hallo? Da am besten gehst du so, direkt in die Salam Mitte. Alaikum. Was ist hier schon wieder los? In die Mitte. Damit jeder ich habe eine Frage. Was ist los in die hier? Mitte am besten. Ich habe eine Frage. Stimmt es, dass er eine Applikation hat, wo er seine Leute einladen kann? Ich scheiß auf seine Applikation oder nicht sein Sion. Er entscheidet. Was versteht ihr darunter nicht? Wenn die Stadt sagt, er hat ein Recht, hier eine Familie zu machen, dann entscheidet ihr das. Wenn nicht, dann nicht. Wer ist die Stadt für dich aber? Er, die Tafelrunde. Und bevor wir mit irgendwas anfangen, mit eurem Schrott, fangen wir jetzt an mit der Tafelrunde. Macht eure Gesetze und wer das bricht, ich fick ihn und sein ganz Sippschaft. Was sind eure Gesetze für euch? Ich bin dafür, dass Lil Mafia nicht akzeptiert wird. Das, Bruder, das hat doch mit den Gesetzen nichts zu tun. Doch, doch, das ist das Gesetz. Da fangen wir an. Das Gesetz wird hier nicht geschossen, außer wir. Wir sind Ausnahme. Wer respektlos ist uns gegenüber, ich fick ihn. Mir ist scheißegal. Dann kannst du das Grace sagen. Bruder, du hast doch auch geschossen. Dann halt deine Fresse. Die Tafelrunde entscheidet jetzt, was sind eure Gesetze. Was versteht ihr nicht? Ab jetzt, Männer, es nicht. Ab eben, ab jetzt. Wie ab jetzt? Was davor war, wer hier geschossen wird, nichts gemacht. Ansonsten, ich liefere keine Waffe und mach gar nichts mehr. Boah, Vladimir, jetzt will ich mal sehen, ob du schießen kannst. Oder hör zu provozieren, mir das hier. Er ist mein Geschäftspartner. Du hast noch ein Hühnchen mit mir zu rupfen wegen der Waffen. Bleib locker, bleib in deiner Position. Oho. Ja, bleib mal schön da, wo du bist. Du auch. Klar, natürlich. Alles gut, ist da bien. Kann man nicht meckern. Okay. Was passiert, wenn auf Tafelrunde wird geschossen nochmal? Unter euch, ihr könnt euch beleidigen. Macht, was ihr wollt. Wer schießt, weiß das Ergebnis. Hinrichtung. Was soll ich mit dir machen? Sag jetzt. Hinrichten. Ja, was ist los? Habt ihr Angst alle? Hinrichten. Habt ihr Angst? Nein, hinrichten. Also, wisst ihr eine Sache? Okay, bueno. Das ist das Erste. Gibt jemand einen anderen Vorschlag? Sag jetzt. Ja, da hat jemand selber jemanden Angst hinzurichten. Alles andere wäre zu weich. Alles andere wäre zu weich. Das ist ein Punkt. Hat jemand einen anderen Punkt? Razzia, Lager. Eine Million nein, Geld kein Lager. Lass mal die Lager. Das Problem ist, wer in der Tafelrunde schießt, sollte von jeder Familie gefickt werden. Einmal komplett richtig. Durch. Aber ganz nein, einfach, Bro, das macht gar keinen Spaß. Aber ihr braucht Kindergartenkinder. Ich sag euch eine Sache. Das Problem ist, diese Tafelrunde ist jeden Sonntag ein Witz. Warum? Jedes Mal dieselben Themen. Einer schießt, der andere hält seine Fresse. Ab sofort eine Regel, wer Tafelrunde schießt, ob Freund oder Feind. Sein Arsch wird gedonnert. Hinrichtung. Ja, aber Bruder, gegen Hinrichtung. Grace hat keine Chance. Deswegen... Aber keinen Scheiß, bitte sei mal ruhig. Hinrichtung ist gut. Okay, nein. Hier, Ali, hört es dir selber. Wer ist alles für Hinrichten? Wer schießt auf der Tafelrunde? Aber was ist los? Wo sind eure Weevos? Wo sind eine jetzt Frage, eure Weevos? Wo sind eure Cojones? Stattfindet. Was ist mit der Familie? Andale, nein, nein, nein. Andale, was ist jetzt los, Ali? Wolltest du das hören oder wolltest du das nicht hören, Romano? So, ist ein... Nein, mach mal runter. Ist eine Familie gegen Hinrichtung? Ich. Ich auch. Ja, ja, wir sind auch dagegen. Ich sag nur eine Sache. Wie ja, drei, alles gut. Aber vergessen. Wie wär's aber, damit, wer auf der Tafelrunde schießt? Keine Strafe. Die Strafe wird sein, dass jede Familie in ihn reingeht. Das hat noch nie geklappt. Das hat aber noch nie geklappt. Das habe ich vor 10 Jahren erfunden. Das hat noch nie geklappt. Lass die Geschäfte. Wenn das klappen würde, hätte Big Joe nicht direkt gesagt, irgendeine Sache gesagt, wo er die in Schutz nimmt. Soll ich euch mal sagen, was das überhaupt für uns bedeuten kann? Fresse, Leute, bitte ja.
Lasst mal einfach eure Waffen zu Hause, Mirda, wenn wir zu der Tafelrunde kommen. Das ist das Geheimnis davon, Mirda. Aber lasst eure verschissenen Waffen, Pistolas zu Hause. Ich will nur eine Sache sagen. Mirda, nein, wir sind noch bei diesem Punkt. Wir sind noch bei diesem Punkt, Mirda. In der Tafelrunde zu schießen, das hast du in die Wege geleitet. Es ist deine Schuld, dass Leute sich trauen, in der Tafelrunde zu schießen. Das ist meine Schuld? Ja, du bist die Person. Okay, und jetzt gebe ich dir mal ganz kurz eine Lehrstunde. Jetzt gebe ich dir mal eine Lehrstunde. Der allererste, der jemals auf eine Tafelrunde geschossen hat, war Frank von dem Platz. Dafür werde ich dich auseinandernehmen, Lil Mafia. Für diese Worte werde ich dich auseinandernehmen. Was ist jetzt der Punkt? Wollt ihr Hinrichtung alle, dann richtig hin. Hast du doch gerade gesehen. Ist auch dem Erdboden wird gleich gemacht. Hast du gerade gesehen, Mirda? Das ist der einzige Weg, damit ihr auch versteht. Auf Tafelrunde wird nicht geschossen. Ich beschließe jetzt. Wer schießt auf Tafelrunde? Seine Familie kommt dazu und schießt auf Tafelrunde. Dann er ist kaputt und seine Familie ist kaputt, tamam? Was, mir das was? Alle wollen Hinrichtung, du sagst einfach kaputt? Kaputt, das heißt, ist vorbei, seine Familie ist finished. Wir machen die dem Erdboden gleich. Vor was hast du Angst? Vor was hast du Angst? Und der Führer wird hingerichtet. Fertig. Was? Eine ganz kurze das Frage. Das heißt auch für dich, ja, Mr. Ich will Bitcoin. Genau das gleiche. Genau. Wenn du schießt, du musst dich auch an die Regel halten. Oh, wenn was? Wenn du schießt auf Tafelrunde, dann ist deine Familie nicht mehr existent. Bueno. Und du wirst hingerichtet. Endlich, Digga. Na gut, akzeptiere ich. Auch du, Mr. Bitcoin. Akzeptiere ich. Ich habe eine Frage, Ali. Was ist, wenn jetzt Beispiel sein Niederschaffter hier einfach ein Abwasser kriegt und dann was schießt? Der schießt, wird hingerichtet, Mirda, ganz einfach! Nein, wenn Niederschaffter, dann er wird hingerichtet. Wer schießt, wird hingerichtet. Wenn das macht und ich bekomme mit, weil das ist auch falsches Spiel. Wenn ich mitbekomme, zum Beispiel, Mr. Bitcoin sagt so, Maus, schieß auf Tafel und der Maus wird hingerichtet, kein Problem. Weil so kann man das auch alles dribbeln in eurer Sprache. Du meinst, aber Bitcoin wird hingerichtet, nicht wenn Maus. Der Kopf der Familie dem Leaderschafter sagt, schieß, dann bekommt er gleiche Sanktion. Wenn ich das mitbekomme, dass der Kopf sagt zur Leaderschaft, schieß, damit das nicht auf mich zurückfällt, das wird auf dich zurückfallen. Das ist Problem damit ist, einverstanden? Ja, okay, ich hab mal zu. Ganz kurz, bitte Ali, bitte. Das Problem ist, bei diesen ganzen Regeln, die schon immer gemacht wurden, ist, dass Bitcoin sie gebrochen hat und auf einmal waren die Regeln nicht mehr gültig. Korrekt. Ja. Genau. Aber jetzt sind die Geschäftsmänner da und ich will keinen Streit mit denen. Was jetzt? Ja, Mafia? Sicher. Was also jetzt? Ich glaube, wenn du die Regel brichst, dann morgen gibt es die Geschäftsmänner nicht mehr. So weit wird das nämlich gehen, ne, Mr. Bitcoin? Okay, das sehen wir dann. Du bist hey, wenn er mit dieser Aussage weiterkommt, Mirda, dann scheiß ich auf euch. Habt ihr mich verstanden? Du bist doch Zivilist. Das war doch nicht böse gemeint. Ich hab doch nur gesagt, was die ganzen Leute sagen. Hey, wenn er mit dieser Aussage durchkommt, Romanus, dann ist vorbei mit mir. Dann ist vorbei mit allen hier. Okay, er hat geschossen. Genau das zeigt eure Macht. Genau so müsst ihr das jetzt immer tun, Geschäftsleute. Nochmal. Es gibt zwei Familien. Ich weiß nicht, Mayans, seid ihr noch hier? Und dann gibt es noch Young Reckless. Ich sag euch, wenn ihr entscheidet, die dürfen hier atmen, dann dürfen die als Familie atmen. Wenn ihr das nicht entscheidet, dann entscheidet ihr euch dagegen und die dürfen nicht atmen. Ihr seid die Stadt, dann seid auch die Stadt. Und benimmt euch wie die Stadt. Okay, aber du sagst, wie sollen das entscheiden? Willst du eine 100% Entscheidung? Die Mehrheit. Okay, die Mehrheit. Aber die Mehrheit war doch für Mafia. Nochmal, Hamoudi, für dich. Moment, die Davis-Junkies sind hier, ich muss meine Handschuhe anziehen. So. Gut, warte. Ich will ein Argument gegen Lil Mafia bringen. Ich sag euch eine Sache, Manus. Sieh, bin ich der Meinung, dass Lil Mafia Wind reinbringen wird? 100%. Bin ich der Meinung, dass wir ausgenutzt werden von ihm? 100%. Bin ich der Meinung, dass er es jetzt noch nicht verdient hat? 100%. Bin ich der Meinung, dass er irgendwann eine Familie bekommen sollte? 100%. Aber wenn ihr ihn jetzt so schnell aufnimmt und so schnell wieder sein Ding machen lässt, dann Mirda zeigt es einfach, wie schwach ihr seid und nicht mal eine Woche, anderthalb Wochen, zwei Wochen aushalten könnt, Mirda, ihn ein bisschen leiden zu lassen, damit er merkt, dass er das nicht mehr mit uns machen kann, Mirda. Wer seid ihr, dass ihr sagt, komm in meine Arme? Ich lass dich doch nicht warten. Mirda, denk doch einmal nach. Ich muss mir zweimal überlegen, bei der nächsten Tafelrunde zu sagen, ihr tut mir alle leid, dass ihr hier seid und gefangen seid. Mirda. Wisst ihr, wie manche Familien kämpfen, um hier Fuß zu fassen? Ja, aber es gibt auch genug Beispiele, wo Familien nicht gekämpft haben. Auch ein hey, Hamoudi, halt mal deine Fresse! Guck mal, diese Argumente funktionieren nicht, weil das 1000 Familien hier gemacht haben. Willst du mich verarschen, Mirda? Was 1000 Familien? Was 1000 Familien? Wer? Was ist mit Wahrheit? Wer?
Was ist mit Vargas? Was soll mit dir sein, Mensch? Jetzt was Wind, ist mit Santa? Herrscht ein neuer Wind. Santa, was ist mit dir? Santa, drei Monate. Nein, ist doch drei Monate vorbereitet, bevor sie sich offiziell gemacht haben. Ja. Und Lil Mafia kommt drei Stunden vorher, Mirra macht eine Tafelrunde und sagt: So, ich bin wieder da. Was ist los, Mirra? Wo sind wir gelandet, Mirra? Wollt ihr alles entscheiden innerhalb von einer Stunde? Denkt doch mal nach, was wir gerade für eine Bürde bekommen haben von diesen Geschäftsmännern. Denkt doch mal nach. Also, habe ich richtig verstanden. Das ist der einzige Punkt für die Tafelrunde. Es wird nicht geschossen. Das war's. Mehr Regeln wollt ihr nicht. Wie sieht's aus mit eurer scheiß Routen, eurem Problem? Der Vertrag läuft über uns. Aber nach wie vielen Tagen kann man das abnehmen? Hermanos, hört ihr mich? Hola. Hola. Ja. Was macht ihr gerade? Halt gegen OGs. Kannst du mitmachen? Schwer gerade. Wie sieht's aus? Den ersten Fight verloren. Gegen diese Pendejos, Mierda? C. Achso, das war da, wo wir mit weniger Mann reingegangen sind, richtig? Ja, ja. Akzeptiere ich. No problema. Ist für mich keine Niederlage. Gut, was jetzt? Was macht ihr jetzt? Wo bist du, oder? Wir fighten jetzt. Wir hauen die jetzt. Bueno. Deswegen die Standorte entscheiden. Wie viel Pause gibt's? Also, hat er geschnackt? Digga, will irgendjemand mal von euch reden? Guck mal, es gibt immer nur vier oder fünf Leute, die reden. Redet doch mal, gebt eure Meinung. Was mit allen? Was mit anderen? Guck mal, ich werde immer unterbrochen. Nein, ich werde immer unterbrochen. Ich kann nicht ein Wort zusammen sagen, ohne irgendwie jemand dazwischen redet. Deswegen, fünf Tage ist okay, aber dann hat diese Familie fünf Tage diese Route, sagen wir mal, die kauft sie. Es muss ja nicht immer im Krieg sein. Dann kauft sie diese Familie, macht sich unendlich Sachen von dieser Route und dann sagt sie, ja, hier könnt ihr wieder haben, Halibi, ohne Krieg. Kaufen, wenn er sowas... Ey, stopp. Kaufen, das ist schon hundertmal schenken, passiert, Walter. Nein, erzähl stopp. Mir nichts. Kaufen und schenken ist euer Problem. Da gibt's nichts von mir. Ich schütze nur den, der ist kriegerisch erobert. Ja, aber ich meine, die Leute, die sowas machen... Okay, nur, dass wir das festhalten. Wenn jemand es kauft, gibt's gar keinen Schutz. Ja. Wenn es jemand richtig kauft, verschenkt, versibbelt, ist eure Sache. Dein Sibbel hat sich durchgesetzt. Geh rein, interessiert mich nicht. Aber wenn es kriegerisch über mich erobert. Aber die Tafelrunde interessiert's. Machen wir das so, dass wenn verschenkt wird und dass wenn gekauft wird, versibbelt wird, wie alle das sagt, dass man direkt reingehen kann. Ja, natürlich. Sind wir zu einig? Ist die ganze Zeit schon so. Ich finde, das sollte auch bestraft werden eigentlich. Nein, ist zwar so, aber es steht im Raum. Es halten wir hier fest in der Tafelrunde. Aber dann, wenn es kriegerisch irgendwie erobert wird, dann kann von mir aus ein Schutz passieren. Das ist mir egal, ehrlich gesagt. Jemand, der Routen dribbelt. Ey, sowieso soll gar nicht dahin kommen, geschenkt. Ja, genau. Einer, der Routen das, dribbelt, ist dann auf jeden Fall nicht mehr zu fähig, eine Route zu halten. Interessiert nicht. Ich will, wer geschenkt hat, kriegt drei Monate Routenverbot. Ja. Überhaupt zu holen, wer die verschenkt. Oder wer die verschäbelt sogar. Oder wer die nur verkaufen mit der Intention holt, die kaputt zu machen. Und sich selber die Tasche voll zu machen. Von Anfang an einfach jede Route, die überhaupt den Besitzer wechselt, muss angegeben werden bei den Geschäftsmännern. Aber das ist doch sowieso, das wird kriegerisch. Okay, wenn ihr verkauft, wir können auch so machen. Mir ist scheißegal. Wie ihr es macht, ob ihr es macht, macht wie ihr wollt. Gib mir nur einen Punkt, wie es sein soll. Wer verschenkt, wer verkauft, kein Schutz, dann kein Schutz, kein Problem. Was ist mit Familien, die aufgelöst werden und eine Route hatten? Was dann? Dann geht die Route zu mir, ich gebe sie weiter. Ja, ist richtig. Dann frage ich die Leute, die Tafelrunde, wer will sie haben? Versteigerung, ist doch alles möglich. Und wenn es zwei gibt, dann kämpfen die drum. Oder sie wird angeboten, mal so, mal so. Okay, ich habe die Aufsatzroute. Habibi, ich verstehe nicht, ich will Gesetz, ich will Regeln für euch also, und ihr kommt mir mit, wer hat was, wer hat dies. Also ich bin da. Ja, aber wurden ja gesagt, fünf Tage wurden ja gesagt, da hat ja niemand was dagegen. Jeder kriegt 5 Tage Schutz. Okay, kriegerisch, nochmal. Ist jemand dagegen, Hände hoch? Odin, Dankeschön. 5 Tage Schutz. Kriegerisch. Okay, dann ist beschlossen. Was ist, wenn sie verkauft wird oder... Drei Tage. Weil das macht... Also, schau mal, ich sag ganz kurz, bitte lass mich nur meine Argumentation bringen. Nein, warte, wir machen anders. Punkt Nummer 1, wenn sie einfach verschenkt wird, kein Schutz, richtig? Ich fick dich. Ich werde dich so in den Arsch ficken, dass du... Ha 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 ha
Guck mal bitte, wie er da liegt, Chat. Er kriegt mit, dass diese Partei, diese, also die Familie, das Hab und Gut von ihm haben möchte und er das hintenrum dann verschenken will, dass er es irgendwie die Route weitergibt von einer Ecke zur anderen, damit es nicht dazu kommt, die Person sollte eine Strafe kriegen. Von der Tafelrunde oder von wem? Von der Tafelrunde. Wir sind die Tafelrunde. Wir müssen nicht jedes Mal zu den, Skull and Bones oder wie die heißen schicken, sondern wir können unsere Sachen auch alleine klären. Wer ist Scarlet Bones? Ja, keine Ahnung, wie die heißen. Die Geschäftsmänner. Die sind die schönsten Geschäftsmänner, die ich kenne. Ja, und was mit Leuten, die zum Beispiel Munition holen, nur ihr eigenes Lager voll ballern, bis zum geht nicht mehr, nichts verkaufen, gar nichts und dann die Route einfach weitergeben? Auflösen. Die sollten auch bestraft werden. Okay, dann ich halte trefft nichts davon, euch dass hier. Wir okay, Moment, die Moment, dann können. Trefft dich hier. Guck mal, das Ding ist, ihr habt auch keine Eier. Es gibt eine Familie, die hat euch alle abgezogen. Zu 75%. Ja, hat jemand was gemacht? Welche? Keiner macht was. Ey, Maun, was machst du deinen Mund auf? Ihr wartet nur auf mich, dass ich mache. Ich und meine Leute. Warum macht ihr nicht selber? Doch. Er lobt dich doch. Nein! Scheiße, ich habe überlegt, soll ich nochmal K drücken, aber die Gefahr war da, dass er... Checkt ihr? Scheiße. Ja, ja, klar, ist ein bisschen langweilig, wenn die nach Regeln reden. 10 Minuten vorher war es geiler. Ich habe lange mit Fabio und Maus geredet, die machen das. Deswegen ist egal. Also, was sagt ihr zur Verschenkung? Absolut nicht in Ordnung. Nein, nein, keine Verschenkung. Wenn jemand seine Route loswerden will, dann direkt an die Geschäftsleute oder was? Ja, wer ist dagegen Verschenkung? Mach mal Hände hoch. Wer weißt du, was ich meine? Macht doch gar keinen Sinn. Gegen Verschenkung? Gegen Verschenkung. Ja, ja, gegen. Hast du ihn wiedergeholt? Natürlich, Mr. Bitcoin. Wo ist er? Wird erstmal behandelt. Warum machen Sie so, Mr. Bitcoin? Wieso bist du bei Lil Mafia? Du passt da nicht rein. Doch. Ich bin Gangler und werde Gangler bleiben. Nein, was das haben Sie gegen mich? Mr. Bitcoin, was haben Sie gegen mich? Du hast nie versucht, zu mir zu kommen. Was habe ich dir getan? Warum machen Sie das so? Ich sag Ihnen, Sie sagen so, genau 6 Familien haben mir den Elferposten angeboten, die da im Kreis standen. Bueno, Sie so geschrieben wieso haben. Hast du noch nie daran gedacht, zu mir zu kommen? Ehrliche Frage. Bro, wir wissen beide selber, ich habe keine Chance bei dir. Ehrliche Frage. Okay, dann weiß ich jetzt wenigstens. Soll ich Medic fahren, Bilal, oder? Gib ihm mal ganz kurz. Nein. Du kommst. Guck dein Auge auf, Bro! Na, was ist los? Hm? Boah, wer weiß noch hier dieses legendäre Treffen mit Breitenberg, als er Blatt war, mit Einhorni, Dennis und Rex. Dankeschön. Er verkauft, Mann. Schutz bekommt. Nein. Was ja, ich bin dafür. Die Schenkung. Nee. Einer. Der Rest dagegen? Man könnte doch weniger. Man könnte doch einfach statt 5 Tage einfach 3 Tage machen oder so. Sie werden euch scheiß Geschäftsmänner schießen. Ja, aber ich meine, ich mache das für euch. Denkt darüber nach. Was machen wir eigentlich jetzt gerade? Mir reden wir über irgendwelche scheiß Regeln? Dann solltest du keine Route kaufen. Okay, dann sind wir fertig. Nein, gibt's nicht. Ich hab jetzt die 4 Punkte. Hat jemand noch was? Ja, ich hab was. Wer bist du? Mein Name ist Bilal. Du bist ein Zivilist, richtig? Was suchst du hier überhaupt? Das ist die Frage. Genau. Wir haben die Tafelrunde ausgerufen. Okay, habt ihr nicht, klar. Das war in meinem Namen. Alle Familien, Bruderschaft, Gängler sind hier hingekommen. Weil ihr mit meinem Namen die Tafelrunde einberufen habt, Bilal. Lass mal aussprechen. Ja, dann lüg aber nicht. Wir gehen doch hier nach Stimmung. Lassen Sie uns abstimmen. Ja. Habibi, guck, ich erkläre euch nochmal, zum letzten Mal. Genau. Wenn es eine Familie gibt, die ihr entscheidet, die dafür Fuß fassen, dann sagt uns Bescheid.
Am besten sagt es unserem Geschäftspartner. Das ist immer am einfachsten. Aber und dann wer, wird das gemacht. Und das fertig. Aber warte mal, wenn es geht doch genau darum. Wenn ich und meine Leute und ihr habt das entschieden, ist kein Problem. Aber Ali, es geht doch genau jetzt darum. Du hast doch gesagt, wir sollen abstimmen, ob die Familie Young and Reckless hier reinkommt und wir können das auch bei diesen neuen Bikern machen. Lass uns doch jetzt einfach abstimmen. Ja, dann macht das doch. Ja, okay, aber warum gibt es, warum, guck mal, ich gebe euch nur eine Sache. Warum lässt ihr überhaupt Familien hier reinkommen und es wird abgestimmt und die Thema ist so? Warum macht ihr das nicht anders, dass ihr die ausnutzt? Willst du mich zur Abstimmung loswerden? Nein. Lass ihn doch rauf. Sonst muss er, hat er ganz andere Probleme. Welche denn? Heute ist ein der kriegt endlich mal seinen Stempel, seine Firma wieder, kann seine Rechnungen bezahlen. Barber ist ja gescheitert, ist ein Loser, ist ein Versager in seinem Leben. Hat eh bei der Arbeit gescheitert, hat versucht, was anderes außer Young Reckless zu machen. Lass ihn, gib ihm die Chance. 5 Millionen. 5 Millionen? 5 Millionen. Du weißt ganz genau selber, ich gebe dir das Geld. Ein Mafia ist... ich sehe noch nichts auf mein Konto. Ich habe gerade selber nur 508 Dollar. Nächste Woche. Dann wird er auch nächste Woche seinen Stempel bekommen. Ach, Bitcoin. Du weißt selber, es ist Ramadan, kriegst es zurückgezahlt. Irgendwann, wenn du von jemandem Hilfe brauchst. Weißt du, was der mir da hier veranstaltet? Bitcoin. Du kennst ihn doch selber. Du bist doch Vater von seinem Vater, oder nicht? Ja, richtig. Von Mandela. Der größte Peach, den es gibt auf dieser Welt. Und der soll wirklich mal hingerichtet werden. Okay. Aber jetzt mal ehrlich, lass den Loser mal doch den Fuß steppen. Und wenn nicht schnippst, so ist er eben einfach. Bis jetzt habe ich ihn in meinem Schnips nicht mehr beschützt und das weißt du. Am Beginn von Ramadan legst du jemanden in Untersicht. Ja, genau. Wir reden hier über Drogen und Waffen. Wir haben andere Probleme. Nein, du weißt ganz genau selber. Es gibt überall Orte, wo. Ja, okay, aber es waren doch nur 6 Stimmen. Die Mehrheit war doch dafür. So, darf ich mal sehen? Hamudi, halt mal die Fresse jetzt da hinten. Wir sind gerade am Abstimmen. Du kannst dich einfach da weggehen und dann dazu. Wenn du mich noch einmal duzt, stecke ich dich mir da in den Arsch von deinem Zwölfer. Hast du mich verstanden, du kleine Hure? Hast du mich verstanden? Hast du mich verstanden, Mirda? Hast du mich verstanden? Warum darfst du reden? Ich nehme dich auseinander, du kleine Chucha. Das sind doch der Problem von dir. Soll ich in die Scheiße mich einmischen oder was? In der Problem. Aber es gehört hier nicht in die Tafelrunde, wir sind nicht 12. Kajate, Mirda, wir sind nicht 12. Kajate. Duzt mich gefällig nichts. Ganz ruhig. Also, wir sind dafür gewesen. Jetzt können wir nochmal abstimmen, ob wir Mafia wir sind dafür. Oder nicht. Wir haben gerade abgestimmt. Wenn du weg bist, hast du selber Pech. Gar nichts abgestimmt. Ah, was ist los, Amodi? Was ist los, Mirda? Mehr als 6 Leute. Zieh mal dein Bandana aus, Mirda, und trockne mal damit Geschirr ab. Chucha. Also. Welche Familie ist dafür? Bleibt mal locker jetzt. Welche Familie ist dafür? Bitte. Hör zu. Wenn eine Familie hinkommt. Ich bin unter einer Bedingung dafür. Unter euch. Ich bin dafür unter einer Bedingung. Wenn du sie. Du weißt doch gar nicht, was ich sage. Ja, dann sprech mal ohne Akzent. Warum da? So mit dir. Tut mir leid, ich entschuldige mich. Ey, du machst die ganze Zeit hier Bitcoin, ich würde dich mit, bitten, Mafia, mit meinem Geschäftspartner respektvoll zu reden. Sonst was? Da gehst du nicht rein, wer mein Geschäftspartner disrespektet hat. Guck mal, dein Geschäftspartner hat dir letztes Mal 8 Mal in den Kopf geschossen. Ey, Leute, du hast mehr Respekt und Rückgrat als 99% hier. Wer? Fabio, er ist sehr jung, aber ein sehr respektvoller Mann. Wallahi, vor ihm, ich hab Respekt. Keine Ahnung, kann sein, no Problema. Macht ihr jetzt eure scheiß Abstimmung. Ich rufe dich gleich an, Fabio, eine Sekunde. Warte. Ich habe unter einer Bedingung, gebe ich Young and Reckless eine Chance. Und vielleicht versteht der eine oder andere mich. Die sollen eine Woche zeigen, Mirda, wer sie sind. Hier, da sein, aktiv sein. Und dann, Mirda, kriegen sie von mir 100% an dem nächsten Sonntag in der Tafelrunde die Stimme. Okay, guten Morgen. Deine einzige Stimme interessiert nicht, weil er gesagt hat, die Mehrheit. Das heißt, bueno, ich habe gerade mit der Mehrheit geredet. Alles gut. Wir waren gerade bei dem Punkt. Soll es die Mehrheit sein oder muss einstimmig sein? Mehrheit. Das ist die Frage. Viele Wieso Mehrheit? Nein, aber Wer hat denn einstimmig gesagt? Sieben Familien und ich auch. Die achte. Wer ist für einstimmig? Hände hoch, nur dass ich es weiß. Einstimmig ist wichtig für die Tafelrunde, Manus. Denk dran. Wir sind eine Hand hier, wir sind eine Familie. Richtig. 1, 2. Juch, Bitcoin kommt, ihr macht Hände hoch. Ja, das ist krank, ehrlich. Hey, halt die Fresse, Hamud. Sheriff auch, oh, bueno. Also, ich denke mal, das sind die Mehrheit. Ballers auch. 200k.
Nein, nein, lass mal die Arme oben nochmal. Er ist doch schon vorbei, Hermanos. Ist doch schon vorbei. 1, 2, 3, ja. 4. Pablo, alle, ganze Seite hier, Mierda. VDR ist auch. VDR ist mir reden über die Wände. VDR ist Chico. 9. Chico! Chico hat Angst. Hier, VDR ist auch. 10. VDR ist auch. 10. Du bist mein Mann, Mierda. VDR ist auch oder nicht? Ja, ja, wir auch. Dann 11. Lass was Nummer 10. So. Der hat sich die Waffenroute Bitcoin. Oh, Mierda. Ich brauch einen Deal, Mann. So, was jetzt? Ja. Woo! Das heißt? Nur damit ich Bescheid Acker mal verstehe. Eine Woche, Hermano, für das, was die Leute hier tun. Schau mal, nur, dass ich jetzt verstehe. Geschäftsmänner. Das heißt, ich, Le Mafia, der diesen Staat zu dem gemacht hat, was er ist, muss mich vor irgendwelchen Leuten, die seit 2 Tagen jeden Tag 14 Bloodhounds haben, irgendwie rechtfertigen und sagen, ich muss hier hin? Ja, Bruder, weil die sonst hier reingehen, ganz einfach. Und das einstimmig? Einstimmig, wisst ihr, was einstimmig bedeutet? Das heißt, sobald ich drin wäre, könnte ich mich bei jeder Familie dagegen stellen und es würde nie eine neue Familie herkommen. Doch. Deswegen macht einstimmig gar keinen Sinn. Natürlich macht das Sinn. Okay, und ich sagte immer nein. Ich sag gut, okay. Ich habe eine Frage. Okay, bueno, wir testen es aus. Wer jetzt was dagegen hat, dass die Mayans, die sich sehr gut anstellen, hier und heute, ab jetzt, sofort eine Familie sind, wer jetzt was dagegen hat, hebt die Hände, alle anderen lassen unten. Mach runter, Gashi. Gashi! Nein. Die haben gut gemacht. Genau, jetzt hast du etwas kreiert. Ich erkläre dir. Nein, ich erkläre dir ganz genau. Jetzt hast du etwas gemacht, was schon im griechischen Reich nicht funktioniert hat, als das Veto eingeführt wurde. Du kannst nicht einführen, dass eine Person dafür sorgen kann, dass eine Entscheidung revidiert wird, weil es sonst 2 Lager gibt. Und die 4 Familien, die gerade die Hand gehoben haben, sind die 4 Familien, die auch dagegen waren, dass das einstimmig ist. Und die werden jetzt aus Prinzip das ist Quatsch. Sein. Und Gashi, warte, jetzt erkläre ich dir jetzt eine Sache. Gashi war dafür, obwohl die gerade auch dafür waren. Was redest du? Die Mayans sind leidtragend, weil du irgendwas durchsetzen möchtest und die anderen 11 Familien wie Vollidioten dir nur hinterherlaufen. Es geht nur um dich. Macht keinen Sinn. Es geht dir nur um dich und das weißt du ganz genau. Die haben kein Interesse an dir. Bruder, was redest du? Ich hab nein gesagt, weil ich dann erzähl dir keine Scheiße. Ich handle genau wie du nach Geld. Ich hab dir gesagt, was mein Preis ist. Ich handle genauso wie du mit deinen kleinen Familien immer Geld fordern, dies, das. Gib mir Geld, ich bin deine Seite, kein Problem. Klingt logisch. Du hast immer alles mit Geld bemessen, Lil Mafia. Das stimmt. Jetzt kommt die Rechnung zurück, Hermano. Boah, ich war dieses Jahr. Jetzt kommt die Rechnung original zurück. Original 4 Stunden wach. Warte wo mal, hast du nicht gerade gesagt, du bist der das zu dem gemacht hat, was es ist? Und wann ist dieser Staat entstanden? Ah. Wann habe ich diesen Staat vom Boden auf aufgebaut? Dieser Peel, dieses Holz auf dieses Parkett, was hier läuft. Das habe ich kreiert. Jo, Bro, also, Mann. Also sowieso, das Zitat, wenn du hier am Bier ist, so peinlich. 100%. Das ist Lil Mafias Ort, den er ausgesucht hat. Aber egal, wie gesagt, Mirna, wir waren ja bei einstimmig. Also würde ich sagen, wir versuchen okay, nächste Woche nochmal Lil Mafia. Jetzt Geschäftsmänner. Ja, ihr wisst, Familie, somit, ja. Nein, wir haben das jetzt entschieden. Mal ein Handy. Und mit dieser Entscheidung wird es nicht mehr eine neue Familie in diesem Staat geben, weil es jetzt immer 2 Lager geben wird. Und nur eine Person, seine Eier können sagen, dein Arsch passt mir nicht. Und jetzt ist es dann, funktioniert das nicht. Und in alles der Geschäftswelt... Sobald du eine Familie hast, ändern wir die Regel. Was ist das für eine Aussage? Naja, das ist doch eine Anspielung darauf. Er will doch genau das hören. Eine einstimmige Abstimmung gibt es schon seit hunderttausenden Jahren. Was wollt ihr mir erzählen? Genau, das ist der. Du erklärst es und deswegen schau mal, wenn es schon seit hunderttausenden Jahren gibt, heißt es nicht, dass es richtig ist. Wenn eine Sache schon so lange existiert, dann heißt es, es muss doch der Zeit angepasst werden. Das Ego der Menschen wird größer. Die Entscheidungen, die nicht akzeptiert werden, ja, von den Leuten. Ja. Die werden das in den anderen Familien auslassen. Und weißt du, wer der Leidtragende ist? Mayans. Weil ich bin mir sicher, Grace juckt das nicht, ob Mayans da ist oder nicht. Aber die haben aus Prinzip gerade die Hand gehoben, weil sie sagen, hey, nee, einstimmen. Okay, Maus, wieso habt ihr dann doch die Hand gehoben? Einfach zu zeigen, dass es keinen Sinn macht, dass es Also, Maus hat dann gerade widersprochen. Was meinst du, Wadetim? Also, vor 2 Tagen habe ich die Leadership vor meiner Tür gesehen, die sich vorstellen wollten. Also, ich weiß nicht, ob die Leadership bis in der Zelle war. Jetzt Mayans machen will oder Grace reinkommen will. Deswegen war ich dagegen. Vor 2 Tagen? Versteht ihr, was ich meine? Grace, einfach 2 Stimmen. Und ich weiß auch nicht, ob die gestern noch in meiner Familie waren. Eben, da kommen auch diese ganzen Sachen dazu. Aber es gibt auch Leute, aber dann ist es doch unser Recht. Dann hat doch Maus zu 100% richtig gehandelt. Und Gashi auch. Dann waren deren Entscheidungen sogar zu 100% rechtens. Zu 100%. Was jetzt?
Und alle anderen. Quatschig. Nein, 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 das ist nur quatschig, Mira, weil du damit nicht weiterkommst, sieh? Das hat nichts mit nicht weiterkommen zu tun. Okay, ich hab schon eine Lösung, okay, für euer Problem. Ihr macht einstimmig, wenn ich sehe, jemand hat persönliche Differenz mit ihm, macht das mit Absicht, mein Veto kommt. Fertig, Thema okay, ist so. Okay, sehr gut. Dann lass uns abstimmen, dann lass uns abstimmen. Und ich will von den Leuten, die sich melden gegen mich, bitte eine Begründung hören, so auf korrekt. 100%, 100%. Okay, sind wir jetzt fertig mit Tafelrunde gesetzt. Wer das bricht, Pech gehabt, euer Problem. Okay, gut. Wollen wir die Abstimmung machen? Dann habe ich keinen anderen Punkt. Mach weiter. Assalamu alaikum. Warte mal, wegen der Abstimmung. Doch, wir haben noch eine Abstimmung. Eine sehr wichtige Sache. Ach so, Ali, machen wir das erst nächste Woche. Dann ist ja auch okay. Mach jetzt. Bruder, mach jetzt. Baby, wir machen das. Ihr könnt das auch jetzt machen. Mir ist egal. Wenn es nach mir geht, Sonntag. Warum den Leuten Sonntag ist besser. 100%. Bis Sonntag, hermano. Gracias, Geschäftsmänner. Gracias. Muchos gracias. Warte, warte, scheiß auf die, scheiß auf die, scheiß auf die Leute. Die Regierung ruft nicht gleich an. Wir sehen uns Sonntag, Geschäftsmänner. Das. Mann, das war so knapp. Aber im Endeffekt können wir trotzdem das Software jetzt entscheiden, oder nicht? Ja, auch ohne aber geht, funktioniert leider nicht mehr, weil wir deren Veto brauchen. Was redest du? Weißt du überhaupt, was ein Veto ist? Falls jemand dagegen ist, bist du doch am Arsch, wenn wir jetzt entscheiden, Dilma 4. Nein, bin ich nicht. Wir entscheiden und dann sage ich die Entscheidung von denen und dann können sie immer noch okay. Ein Veto einlegen. Bitcoin hat Recht, Mafia. Bitcoin hat Recht, bringt gar nichts. Bringt doch, nichts. Doch, doch, Lil Mafia. Doch, doch, doch. Lil Mafia. Veto können sie Lil auch Mafia. Im Nachhinein. Lil Mafia, Lil Mafia, Lil Mafia. Bringt nichts. Versuch doch mal vernünftig an das zu kommen, was du brauchst. Halt deine Fresse, halt deine Fresse, siehst halt deine Fresse, halt deine Fresse. Verpiss dich, Mirda. Und genau das, genau deswegen werde ich ab jetzt, Mirda, dafür sorgen, bevor du deine Drecksleute hier holen kannst. Sag es. Fress ich. Sag es. Ich auf. Okay, perfekt. Jetzt hat er gerade bewiesen, dass er ein persönliches Problem mit mir hat. Das heißt, er dürfte laut dem, was die Geschäftsmänner gesagt haben, nicht an einer Abstimmung mit mir teilnehmen. Ich habe Argumente dagegen und das weißt du ganz genau. Ich habe Argumente dagegen und das weißt du ganz genau. Und die Argumente sind stark. Hör mal zu, hallo, hallo. Ich war Dom, danke schön. Vielen, vielen Dank. Danke dir, Dom. Gewesen, dass du kommen kannst. Bruder, das ist korrekt, Bruder. Ich küsse doch dein Herz, Bruder, ja. Danke dir, Waldet. Danke dir. Aber Amsterdam also, braucht noch Hilfe. Du bist sehr gut in dem, was du gerade sagst. Probleme. Gut, ja, okay. Na gut, okay. Wenn wir nichts mehr haben, Hermanos, dann lass uns die Tafelrunde hier auflösen. Wir machen Abstimmung, Abstimmung. Gibt es nicht. Ja, klar, VDS, rede, Hermano. Wer hat die Aufsatzroute? Die Geschäftsmänner haben mir die Aufsatzroute weggenommen. Warum? Okay, warum? So. Egal. Alles klar, dann müssen wir das mit den Geschäftsmännern. Okay, dann let's go. Dann wir haben die. Wer hat sie? Wir haben die. Okay, schön, dann kommen wir bei euch vorbei. Alles klar, bis gleich. Was? Jürgen, habt ihr schon Preise? Ja. VDS hat sie, wir geben sie ab. Nee, nee. Okay, dann lass mal abstimmen. Egal, wer hat was Waldet. Dagegen, dass, wer hat was dagegen, dass Young Reckless wieder in die Stadt kommt? Kurz Hände hoch, bitte. Ah, genug, Mirda, Lil Mafia. Das hast schon da gewesen. Alles gut, genug. Mafia, guck mal, genug. Mafia, die haben einfach keine Lust mehr, 18 Mal abzustimmen, Hermano. Der Zug ist abgefahren. Ich hab, Mr. Bitcoin, ich will was sagen. Und zwar, ich habe kein Problem mit dir, ne? Von mir aus kannst du irgendwann wieder in die Stadt kommen. Irgendwann ist der Stichpunkt. Ich will nicht, dass du den Neckermann-Bonus bekommst. Ja, ich will damit sagen, also es geht auch bei Marjans, meins geht das auch, nicht nur 300k und 30 MDMA ja, oder aber, so ein Scheiß. Ja, aber okay, ich na gut, gut, wir gehen. Gashi, komm mal her, Waldet. Bitcoin ist dagegen. Ja, ja, in deiner Welt nur Bitcoin, Hermano. Haben sich vor ein bisschen mehr gemeldet. Wieso wurde deine Route weggenommen? Ich wurde auf der Route erwischt. Auf einer anderen. Der beendet. Vollidiot. Wieso mir da? Kannst du es nicht lassen? Nein, ich wusste nicht, dass das nicht so halt, ne? Dass man das nicht so. Aber mir da, wieso bist du so ein Langfinger? Weg hier. Schnell, aber. Halt's mal, leg dich mal hin jetzt. Nein. Das ist ein mit dem zwischen. Ich kann das nicht mehr. Yo. Yo, Lolo, alles klar, du Mierda? Ach, El Mafia. Bitcoin. Sí. Ja, Bitcoin, wir wollen noch kurz reden, bitte. Ja. Stark gemacht auf jeden Fall. Hallo, entspannt euch doch. Ja, oh, bin nochmal tot, ja, Alter. Boah. Ey, kein 2 gegen 1, hallo. Hallo, kein 2 gegen 1, Alter.
Lag, warte, warte, ich ertrinke! Oh, Schwanz, Mann. Aus Versehen. Bitcoin, wichtige Sache. Komm mit, Ricardo. Steig ein. Mr. Bitcoin, ich brauch. Wohin? Komm, ich muss hier weg. Ich hab keine Lust, dass Leon Mafia mich umknallt. Warte kurz, Bitcoin, warte kurz. Wer ist da? Warte kurz. Mr. Bitcoin. Sie. Ich bin Sabo Henry. Steuerst du die Lade? No. Haben Sie für uns kurz einen Moment Zeit? Komm, flieg. Schau mal, Sekunde, ich komm nicht. Warte. Hund, was du bist. Kleiner Hund, was du bist. Kleiner Hund. Steig mal aus. Ich fick dich tot. Kleiner Hund. Kleiner Hund. Also, Oh mein Gott. Ja, okay, aber wir sind halt auch tot dafür, ja? Nein. Das ist wirklich sehr stark, was sie hier gemacht haben. Ich glaube, der hört mich gerade nicht. Er ist doch am Telefon. Aber alles gut. Haben Sie kurz Zeit zu reden? Ja, Mierda, Abu Henry meine ich. Ich rufe dich gleich an. Okay. In Ordnung. Haben wir überlebt. Ja, sehr gut. Also ich, der andere nicht. Ah, okay, sehr gut. Aber scheiß auf den. Hey. Hola? Mr. Bitcoin. Si. Schauen Sie sich das mal an. Ich schau's mir an. Ich kann's mir nicht anschauen. Ja, jetzt. Oh, genau so, Mierda! Will ich das sehen! Schick mir einen Standort, ich komme, adios. Okay, ciao. Wollt doch nur mit ihm reden. Si. Dass alle Chicanos Grace bestrafen. Für das, was sie hier geschossen haben. Grace will auf jeden Fall von Santa und 53.000 ausgezahlt haben. Kriegen sie nicht. Ey, Walde, ja. Kann das sein, dass du Spanisch kannst? Nein. Ah, schade, bist du leider kein Chicano. Ich hätte dich echt gerne als Chicano. Ich schwöre dir, Walde, das ist immer. Ich kann ihm beibringen, ist doch kein Problem. Rein theoretisch hätte jeder in der Tafelrunde sie bestrafen müssen, aber es gibt viele, die haben einfach keine Ahnung. Ich kann aber Albanisch reden mit euch. Tschüssini. Abgelehnt. Schade. Ja, gut. Aber ich schade, weil. Dabei. Danke, ich wieder auf die Schwäche der Waffenroute. Aber ich hab also. Naja, das glaube ich dir sogar, Mierda. Warte mal, ist das nicht euer Heli? Warte, keine Ahnung. Ich wollte nicht klauen. Okay. Was wolltest du? Meine Leute haben gerade OGs niedergeschossen. Ich muss dahin. Ich rufe dich danach an. Ich rufe euch danach an. Haltet euch bereit. Der Krieg wird dabei jetzt beginnen. Ja, was soll ich machen, Mierda? Wirst du dabei sein? Was soll ich machen? Die Frage ist, ob du dabei sein willst. Dann werden wir mit vier Köpfen dahin gehen und ihnen sagen, entweder sie akzeptieren, dass sie Scheiße gebaut haben, oder sie müssen sich auf jeden Fall entschuldigen. Ich bin dabei. Und wenn ich dafür den Krieg mit OGs niederlegen muss, ich bin dabei. So sei es. Wieso fliegt aber Mr. Bitcoin jetzt mit? Jetzt ist Mandela auch offstream gegangen. Gracias, sí. Wir sehen viel uns. Viel Erfolg, ja. Das ist das Adios. Thema hat mit dem Kopf, Kacki, wenn man liegt, ne? Hallo. Wie geht's euch, OGs? Ja, okay. Matteo, hol ich mal ein Stück. Ja, einen Moment. Ich geh kurz ein. Natürlich. Und erzählt mal. OGs. OGs! Farsch nehme ich mir da? Was ist los, Mirda? Jetzt mal ehrlich, was ist los? Wieso redet ihr nicht? Das sind nicht die OGs. Sie haben nur getanzt. Was waren euch? Ich spreche euch zehnmal an, Mirda, was sie haben nur getanzt. Das sind doch nicht die OGs. Ihr seid doch nicht irgendwie Grace oder sowas, Mirda. Ihr seid die OGs. Rafft euch mal ein bisschen. Ja, was wollen Sie denn wissen? Wie geht's euch? Gut, und Ihnen? Besser. Geh mal raus aus dem Kofferraum. Verstehst du wegen? Ja, gefesselt und nicht. Ach, egal. Akin, mein yes. Sohn. Ich mag dich. Kann los. Ich dir weiterhelfen? Los, Cappy. Cappy, schlafen. Er hat sein Wort gehalten. Richtig. Ja, war die Team? Ey, mein guter Freund. Hola. Wie geht's dir, mein Schatz?
Mir geht's besser als Lil Mafia, der gerade auf Schlafen gegangen ist. Ist egal, ich ruf dich an, weil ich ein Mann bin. Na toll, dann los. Ich hab meinen kleinen Bruder ein bisschen beschützt, du hast ihn abgefuckt, ich hab dich umgeschossen. Nimm's mir nicht böse. Was war's? Ich hab kein Problem. Nein, ich hab kein Problem, mich zu entschuldigen, ja? Ich hab Angst vor Kali, weißt du? Na gut, dann sei es dir verziehen. Sehr gut. Wer immer es ist, ruf mich an, weil ich hab schon Bock auf diesen großen Krieg. Na gut. Adios. Gut, tut mir leid, Hermanos. Ich musste gerade ein Telefonat führen, was ich nicht verschieben konnte. Alles gut, können Sie gerne wieder machen, wenn Sie wollen. Sicher? Yes, yes, können Sie machen. Okay. Denn ist da die Person? Schade. Auch nicht da, schade. Keiner Zeit. Mann! Was ist denn da los, Bitcoin? Hola? Ja. Flugmodus, okay, no problem, alles gut. Ich komme gleich vorbei. Si, si. Bis gleich, adios. Also, Hermanos. Yes. Wie kann ich... Oh, kleinen Moment. Hola? Ja, gerade habe ich angerufen. Natürlich, ich weiß, ja. Ja. No, ist alles okay, Hermano. Ich wollte ein kleines Plauderstündchen mit dir machen. Allerdings ist das jetzt vertilgt, vertagt, wie auch immer. Ich rufe dich später an. Ah, sorry, warte. Gut. Adios. So, Hermano. Tja, 2 von 3. Upsala, 3 von 3. Oder? Ich dachte, du rufst gar nicht mehr zurück, Mierda. Kenn ich ja gar nicht, dass du bei mir nicht rangehst. Nein, entschuldige dich, Hermano, alles gut. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Hör auf zu weinen. Bleib doch mal ruhig, mir. Ich höre mir die Scheiße hier nicht an. Ich sagte doch, ist okay. Gut, ich melde mich. So, tut mir leid. Ich bin wieder da. Willkommen zurück. Ja, ihr habt verloren, ihr könnt gehen. Verpisst euch. Was soll ich sagen? Ja gut, dann machen sie uns die Fälle ab, dann gehen wir. Ja, aber warte mal, die andere Sache ist überhaupt... Was passiert hier? Was passiert hier? Wo ist Rommel? Wo ist Sergen? Wo ist überhaupt irgendwer? Wie, sie sehen doch, wir sind hier. Nein. Bruno war vorhin noch da. Wer? Bruno ist ausgeblutet. Bruno. So. Bruno. Kann er herkommen, ne? Zischt einfach ab, okay, Akin. Ja. Nehmt eure Verrätertruppe und geht. Machen wir. Verräter. Dann los. Geh mich los. Andale, Chucha. Oh Mann, Matteo. Klar. Adios. Na los, lauft! Du bist ein Belieben, du würdest uns kriegen. Wir führen die Kriege, wir stehen, wir liegen. Die Amjas müssen dich mal schnell therapieren. Diego's Trash-Talker, sie Crack konsumieren. Oh, Schmutz, Bruder!